Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Referierenden und von Weblaw zum heutigen 9. Webinar in der Reihe Coronavirus Praxisfragen aus rechtlicher Sicht. Wir haben uns eine kurze Sommerpause gegönnt. Das letzte Webinar fand am 27.05. statt, hatte das Thema Covid-19 und Miete. Hier als kleiner Reminder und auch Auffrischer, Sie haben die Möglichkeit unter weblaw.ch/coronavirus die bisherigen Webinare und vor allem auch die Podcasts dazu einzusehen. Nun, das heutige Webinar führen wir durch in Kooperation mit der SVVOR, die Schweizerische Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht. Das Thema Gewaltenteilung in Pandemiezeiten ist hochaktuell und ich denke, es wird uns auch noch etwas länger beschäftigen. Mein Name ist Franz Kummer. Ich begleite Sie durch das Webinar ein klein wenig aus Distanz heute. Ich freue mich sehr, Ihnen kurz Professor Andreas Stöckli vorstellen zu dürfen. Er ist für die Organisation verantwortlich und wird heute auch durch das Webinar führen und die Rolle des Moderators übernehmen. Professor Dr. Andreas Stöckli lehrt Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg. Er ist zudem bereits seit 2015 Präsident der SVVOR, das heißt der entsprechenden Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht und auch seit neuerem Mitglied der ELCOM. Er ist weiter in diversen Kommissionen und Vorständen engagiert. Herr Stöckli, darf ich Sie schon mal bitten, den Bildschirm zu übernehmen. Ich sage noch zwei, drei kleine Sachen zur Applikation bzw. zum Vorgehen. Sie haben die Möglichkeit, wie gewohnt, Fragen zu stellen. Das können Sie machen, indem Sie bei F und A auf diesen Button draufklicken und dort Ihre Fragen deponieren. Wir werden die dann im Anschluss miteinander diskutieren können. Eine weitere Möglichkeit ist die Chat-Funktion. Was Sie auch machen können, wenn Sie mitdiskutieren wollen, ist dann die Möglichkeit der Handheben. Und wenn jemand die Hand hebt über die Applikation, kann ich die Person dann zu einem späteren Zeitpunkt mit ins Panel laden, damit er oder sie mitdiskutieren kann. Diejenigen Leute, die über YouTube nicht hier in der Applikation mit dabei sind und trotzdem Fragen haben, diese stellen möchten, die bitte ich, mir die Fragen per E-Mail zuzustellen. Ich werde das überprüfen, ob etwas eingegangen ist und das sonst hier dann auch zum gegebenen Zeitpunkt mündlich vortragen, damit die Expertinnen und die Experten dort weiter diskutieren können. Und jetzt würde ich den Start bereits schließen und sehr gerne an Professor Stöckli übergeben. So, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem Webinar der Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht. Und ich werde noch einmal versuchen, die Präsentation einzuschalten. Ich hatte gerade ein bisschen Mühe. Ist das gut so? Gut, es liegen aus staatsrechtlicher Hinsicht spannende Monate hinter uns. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist es nicht mehr vorgekommen, dass der Bundesrat dermaßen viel Notrecht erlassen hat wie in der Corona-Krise. Der Bundesrat hat bekanntlich Mitte März die außerordentliche Lage nach Epidemiengesetz ausgerufen. Mittlerweile befinden wir uns wieder in der besonderen Lage. Er hat einschneidende Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie angeordnet, Stichwort Lockdown. Und er hat auch mehrere milliardenschwere Maßnahmenpakete zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie getroffen. Das Parlament ist jedenfalls vorläufig zu einem Nebendarsteller zurückgestuft worden und vom Bundesgericht hat man bisher auch noch nicht viel gehört. In der Zwischenzeit hat der Bundesrat einen Entwurf für ein Covid-19-Gesetz
an das Parlament überwiesen, um sozusagen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen für jene Verordnungen, Notverordnungen, die sozusagen über den Zeitraum von 6 Monaten hinaus in Kraft bleiben sollen. Wir wollen in diesem Seminar uns mit Fragen der Gewaltenteilung in außerordentlichen Lagen beschäftigen. Wir wollen dabei einen Blick richten auf die Corona-Krise. Wir wollen aber auch die Frage natürlich aufwerfen, ob sich aufgrund der Erfahrungen in der Corona-Krise Anpassungen des Rechtsrahmens aufdrängen. Ce sont les questions suivantes qui nous intéressent dans ce webinar. Comment la séparation des pouvoirs peut-elle être préservée au mieux dans des situations de crise et comment peut-elle être rétablie le plus rapidement possible? Le filet de sécurité actuel basé sur l'état de droit et la démocratie qui avait été renforcé après la crise financière suffit-il à empêcher les abus que l'état d'urgence pourrait engendrer? Comment serait-il possible de renforcer le rôle respectif du Parlement et de la justice dans des situations de crise? Et enfin, le Conseil fédéral a-t-il outrepassé ses compétences lors de la crise du coronavirus et a-t-il franchi les limites du droit constitutionnel en matière d'urgence? Es ist eine große Freude für uns, für mich, für die Vereinigung, dass wir diese Fragen im Rahmen eines hochkarätigen Panels hier besprechen können. Wir konnten für dieses Webinar wirklich sehr ausgewiesene Personen aus Wissenschaft und Praxis gewinnen. Kurz zum Programm, bevor ich dann mit dem Einführungsreferat starte. Wir werden nach meinem Einführungsreferat werden wir uns dem Notverordnungshandeln des Bundesrates zuwenden. Hier haben wir 2 Referate vorgesehen. Einerseits Frau Dr. Susanne Kuster. Sie ist stellvertretende Direktorin im Bundesamt für Justiz und wird sozusagen aus der Perspektive des Bundesamtes für Justiz diese turbulenten Zeiten beschreiben. Und sie wird natürlich auf den Notrechtsgebrauch durch den Bundesrat eingehen. Man muss natürlich sehen, dass das Bundesamt für Justiz und insbesondere auch Frau Kuster sehr maßgeblich bei all diesen Arbeiten dabei waren. Auf der anderen Seite wird sich Professor Markus Schäfer, er ist Professor an der Universität Basel, ebenfalls zu diesem Handeln des Bundesrates in der Corona-Krise und auch ganz allgemein zum Notrechtshandeln äußern. Markus Schäfer ist ein kritischer Zeitgenosse. Er hat sich in den Medien auch während der Corona-Krise immer wieder zu Wort gemeldet und, wie es sich für ihn gehört, immer auch mit einem kritischen Auge. Ensuite, Frédéric Bernard, professeur au département de droit public de l'Université de Genève, va parler sur le rôle du Parlement en cas de situation exceptionnelle. La dernière présentation de Jean-Marc Vergnori, lui le président de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève et juge suppléant au Tribunal pénal fédéral. Cette dernière présentation est dédiée au rôle de la justice en cas de situation exceptionnelle. Après les présentations, nous allons discuter les questions déjà mentionnées dans le cadre d'une table ronde avec les intervenantes. Nous attendons également avec impatience M. Andrea Caroni, conseiller des États, qui participera également à cette table ronde. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie werden dann ebenfalls die Möglichkeit erhalten, sich zu Wort zu melden. Wir haben die Möglichkeit vorgesehen in der Podiumsdiskussion, dass Sie entweder über die Funktion F und A schriftlich Fragen stellen können, die wir dann in die Runde geben werden. Sie können aber auch die Funktion Hand hochhalten verwenden und dann können Sie sich auch mündlich zu Wort melden. Also können sich auch mündlich einschalten und an die verschiedenen Referentinnen und Referenten dann auch Fragen stellen.
Gut, dann möchte ich gerne beginnen mit meinem kurzen Einführungsreferat. Und ich möchte ganz allgemein einen Überblick geben über die Gewaltenteilung in außerordentlichen Lagen. Und ich möchte dann auch einige Verbesserungsvorschläge formulieren. Nun, in Normallagen haben wir eine grundsätzliche Gleichordnung der Staatsgewalten, Bundesversammlung, Bundesrat, Bundesgericht. Und die Verfassung sieht eine Staatsorganisation vor, die durch Elemente der Gewaltenteilung und der Gewaltenhemmung charakterisiert ist. Nun, wie sieht diese Gewaltenteilung nach dem heutigen Rechtsrahmen aus für besondere Lagen, insbesondere auch für Zeiten von Pandemie? Nun, ich möchte die einzelnen Kompetenzen kurz in Erinnerung rufen. Ich gehe davon aus, dass den meisten diese Kompetenzausscheidung auch bereits bekannt ist. Trotzdem dürfte es eine gute Grundlage sein für dieses Webinar. Zunächst zum Bundesrat. Nun, der Bundesrat hat verschiedene Befugnisse in außerordentlichen Lagen, in Pandemiezeiten, Epidemiezeiten, insbesondere auch Befugnisse nach dem Epidemiengesetz. Besonders hervorzuheben sind hier die Artikel 6 und Artikel 7 des Gesetzes. In Artikel 6 ist die besondere Lage festgehalten und Artikel 7 die außerordentliche Lage. Der Bundesrat kann bereits nach Artikel 6 sehr viel tun und unter der Geltung von Artikel 7 EPG fast alles. Nun, in der Corona-Krise hat der Bundesrat die sogenannten Primärmaßnahmen, wo es also um die unmittelbare Bekämpfung der Epidemie, Pandemie geht, auf diesen Artikel 7 abgestützt. Und diese Maßnahmen, die sind dann auch in diese Covid-Verordnung 2 aufgenommen worden. Jetzt befinden wir uns wieder in der besonderen Lage. Daneben hat der Bundesrat auch nach der Bundesverfassung Notrechtsbefugnisse, insbesondere Artikel 185 Absatz 3 der Verfassung und 184 Absatz 3 der Bundesverfassung. 185 Absatz 3, da geht es um die innere und äußere Sicherheit und 84 Absatz 3 um die Beziehungen zum Ausland. In der Corona-Krise stützte sich der Bundesrat insbesondere auch auf Artikel 185 Absatz 3 BV, sofern für Maßnahmen keine gesetzlichen Grundlagen zur Verfügung standen. Und so wurden verschiedene sogenannte Sekundärmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen, auf diesen Paragraphen abgestützt. Nun, ich habe gesagt, der Bundesrat darf fast alles tun. Das muss man natürlich aus staatsrechtlicher Hinsicht ein bisschen relativieren. Denn er bewegt sich hier im Rahmen der Verfassung, er ist an die Verfassung gebunden, auch in diesen außerordentlichen Lagen. Er ist an die rechtsstaatlichen Grundsätze gebunden, aber er ist natürlich auch an die Grundrechte gebunden. Wir werden dann sicherlich noch sehen, ob der Bundesrat hier seine Befugnisse eingehalten hat oder ob er sie überschritten hat. In der Staatsrechtslehre ist diese Auseinandersetzung entbrannt, ob hier der Bundesrat seine Befugnisse eingehalten respektive überschritten hat. Dann kommen noch weitere Befugnisse hinzu, beispielsweise dringliche Finanzbeschlüsse. Normalerweise ist das Parlament, hat die Budgethoheit, aber in solchen Situationen sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, dass der Bundesrat dringliche Finanzbeschlüsse trifft. Und er hat dann auch die Möglichkeit, die Armee zu mobilisieren, im Sinne eines Assistenzdienstes, und auch da, dies ist erfolgt in der Corona-Krise, das hat man wohl seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt. Kommen wir zur Bundesversammlung. Die Bundesversammlung hat ebenfalls einige Kompetenzen, insbesondere Kontrollbefugnisse, die Sie hier sehen. Beispielsweise müssen die Notverordnungen, wenn sie über 6 Monate hinaus in Kraft bleiben sollen, im Parlamentsrecht überführt werden. Der Bundesrat, wie bereits gesagt, hat nun einen Entwurf für ein Covid-19-Gesetz dem Parlament überwiesen. Dann finden wir weitere spezifische Kontrollmechanismen in Bezug auf die dringlichen Finanzbeschlüsse. Muss die Finanzdelegation vorgängig zustimmen
und diese müssen dann auch nachträglich durch das Parlament genehmigt werden. Auch dies ist erfolgt im Rahmen der außerordentlichen Session der Eidgenössischen Räte, die im Mai stattgefunden hat. Auch der Assistenzdienst muss nachträglich genehmigt werden. Und freilich kommen dem Parlament dann noch die weiteren Instrumente der parlamentarischen Oberaufsicht zu. Oberaufsicht ist eine Daueraufgabe und muss natürlich auch oder gerade auch in außerordentlichen Lagen zum Zuge kommen. Es wird dann auch eine wichtige Aufgabe des Parlaments sein, im Nachhinein das Handeln des Bundesrats, der Bundesbehörden ganz generell zu überprüfen. Daneben hat die Bundesversammlung weitere Kompetenzen. Es ist erstaunlich, das Parlament selber hat gemäß der Verfassung Notverordnungskompetenzen, Artikel 173 Absatz 1 Litera C, und natürlich auch die Möglichkeiten der dringlichen Gesetzgebung, die für solche Situationen ebenfalls denkbar sind. Nun, diese Notrechtsbefugnis, hier haben wir an sich eine parallele Kompetenz, könnte man fast sagen, wobei man sagt, dass nach der Lehre ist es so, dass die Bundesversammlung, das Notrecht der Bundesversammlung Vorrang hat vor dem Notrecht des Bundesrates. Das Parlament könnte also mit dieser Notrechtskompetenz Notrecht des Bundesrates auch übersteuern, modifizieren und sogar annullieren. Aber Sie sehen, wo das Problem liegt, wenn Parlament und Bundesrat Notrecht erlassen. Das kann natürlich zu Inkohärenzen führen und könnte letztlich der Rechtssicherheit schaden. Insgesamt betrachtet muss man sagen, dass die Regierung strukturell besser in der Lage ist, Notrecht zu erlassen, schnell zu handeln, effektiv zu handeln als das Parlament. Das Parlament hat dann auch die Möglichkeit, auf das Regierungshandeln mittels parlamentarischer Aufträge einzugehen, wobei man hier sagen muss, dass diese Instrumente, insbesondere die Motion als parlamentarischer Vorstoß, nicht auf Dringlichkeit ausgerichtet ist und bei Annahme in den Räten der Bundesrat auch über einen erheblichen Umsetzungsspielraum verfügt. In der Corona-Krise war es interessant zu sehen, dass es eine Art Gentleman's Agreement gab zwischen Parlament und Bundesrat. Der Bundesrat hatte sich bereit erklärt, Motionen der Parlamentarier dringlich zu behandeln und bei Annahme in den Räten auch umzusetzen. Der Bundesrat war dazu nicht verpflichtet, aber er hat sich dazu bereit erklärt und es wurden insbesondere auch an dieser außerordentlichen Session zahlreiche solche Motionen dann auch behandelt. Und schließlich, wenn man über die Bundesversammlung spricht, stellt sich die Frage der Handlungsfähigkeit. Wir haben gesehen, die dritte Sessionswoche im Frühling musste abgebrochen werden aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Und da kam natürlich die Frage auf, ist das Parlament überhaupt in der Lage, in solchen Situationen zu handeln? Wenn man Verfassung und Gesetz anschaut, sieht man, das sind schon einige Mechanismen vorgesehen, beispielsweise die Möglichkeit, außerordentliche Sessionen durchzuführen. Aber insgesamt sind diese Möglichkeiten beschränkt. Insbesondere fehlt eine Möglichkeit, dass die Räte elektronisch zusammenkommen können. Und das Thema E-Parlament ist insofern auf dem Tapet. Kommen wir zum Bundesgericht, zur gerichtlichen Kontrolle, zu den Rechtsschutzmöglichkeiten. Notverordnungen des Bundesrates können kontrolliert werden durch die Gerichte, allerdings nur im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle. Es besteht keine Möglichkeit, Notverordnungen des Bundesrates direkt anzufechten, beispielsweise beim Bundesgericht. Also wir haben hier einen eingeschränkten Rechtsschutz. Also man kann gegen Vollzugsakte, die sich auf Notverordnungen des Bundesrates stützen Rechtsschutz in Anspruch nehmen und dort auch die Rechtmäßigkeit der Verordnung in Frage stellen, aber direkt gegen die Verordnung geht das nicht. Man muss dann noch weiter beachten, wenn es um Beschwerden vor Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht geht, haben wir noch die Ausnahmen zu beachten, die in Artikel 32 Absatz 1 Litera A VGG und in Artikel 83 Absatz 1 Litera A Bundesgerichtsgesetz vorgesehen sind, die im Falle von Notrechtshandeln wohl
einschlägig sind. Allerdings besteht eine Gegenausnahme und Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht sind zuständig, sofern ein völkerrechtlicher Anspruch auf gerichtliche Überprüfung besteht. Ich fasse also zusammen. In außerordentlichen Lagen sind wir in diesem Spannungsverhältnis zwischen Aufrechterhaltung der staatlichen Handlungsfähigkeit und der demokratisch-rechtsstaatlichen Staatsorganisation, die so gut wie möglich aufrechtzuerhalten ist. Die Hauptverantwortung für die Krisenbewältigung liegt beim Bundesrat und ich würde auch sagen, dass dies sachgerecht ist, dieser temporäre Machtzuwachs, um eben diese staatliche Handlungsfähigkeit in solchen Situationen, und wir hatten fast eine katastrophenartige Situation im März, eben diese Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wie bereits gesagt, ist der Bundesrat strukturell einfach besser in der Lage, schnell und effektiv zu handeln. Auch verfügt er natürlich über einen ressourcenreichen Verwaltungsapparat, der dann eben solche Krisen besser bewältigen kann als das Parlament. Und in Pandemien zeigt sich das eben wirklich besonders deutlich, weil wir haben das auch gesehen im März, April, da war eine hohe Dynamik in der ganzen Sache drin. Die Maßnahmen müssen, damit sie verhältnismäßig bleiben, eben auch rasch angepasst werden. Und das Parlament ist einfach strukturell kaum in der Lage, diese Aufgabe zu leisten. Das Parlament hat aber gewisse Kontrollfunktionen, die eingeschränkt sind und auch der Rechtsschutz ist eingeschränkt. Wir können also sagen, wir haben keine Gleichordnung mehr. Wir haben ein starkes Gewicht des Bundesrates. Er setzt das Recht, er trifft die Finanzbeschlüsse, milliardenschwere. Und insofern kann man ohne weiteres sagen, dass außerordentliche Lagen und insbesondere auch Pandemiezeiten die Stunde der Exekutive schlechthin ist. Diese starke Stellung der Regierung wirft aber natürlich Fragen auf. Etwa die Fragen, sind die Kompetenzen und Befugnisse genügend klar in Verfassung und Gesetz umschrieben? Ist das heutige System wirklich so gut ausgerichtet, dass Missbräuche verhindert werden können? Damit will ich nicht sagen, dass der Bundesrat diese Kompetenzen missbraucht hätte. Im Gegenteil, ich habe an sich die Auffassung, dass der Bundesrat sehr sorgfältig mit diesen Befugnissen umgegangen ist. Aber die Frage stellt sich schon, ist das System robust genug? Sind die Befugnisse des Parlaments hinreichend? Und wie sieht es mit den Rechtsschutzmöglichkeiten aus? Und damit möchte ich langsam zu den Verbesserungsvorschlägen kommen und hier noch einen kurzen Hinweis machen zu diesem Bundesgesetz über die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in außerordentlichen Lagen. Dieses Gesetz wurde erlassen nach der Finanzkrise. Der Bundesrat hatte ja in der Finanzkrise ebenfalls Notrecht erlassen im Zusammenhang mit der Rettung der UBS. Und im Anschluss daran hat man gesagt, man muss eben dieses Notrecht besser demokratisch und rechtsstaatlich einbinden. Und das führte dann eben zu einer Stärkung der Rechte des Parlaments. Und ich habe auf einige dieser Rechte ja hingewiesen. Allerdings würde ich sagen, dass dieses Gesetz zwar sicherlich zu begrüßen gewesen ist, dass es aber wohl noch zu wenig weit geht. Und ich würde deshalb die folgenden Vorschläge hier unterbreiten. Stärkung der Stellung des Parlaments, Schließung von Rechtsschutzlücken, dann die Verpflichtung des Bundesrates, seine Argumente in Bezug auf das Notrechtshandeln zu verschriftlichen, zusammen mit den Verordnungen einen Rechenschaftsbericht abzulegen. Der Bundesrat hat in der Corona-Krise viel kommuniziert. Es gab viele Medienkonferenzen. Allerdings war alles mündlich. Und gerade um eine gute Kontrolle sicherzustellen, wäre es wichtig, dass diese Argumente auch noch verschriftlicht werden. Dann würde ich weiter hier ins Spiel bringen, dass man diese Rechtsgrundlagen, worauf sich der Bundesrat abgestützt hat, Artikel 7 EPG, Artikel 185 Absatz 3 BV, dass man die einer detaillierten Analyse unterzieht, allenfalls anpasst und präzisiert. Und ebenfalls stellt sich die Frage, ob dieser Überführungsmechanismus, die Notverordnung im Parlamentsrecht zu überführen,
ob dieser Mechanismus beispielsweise auch tauglich ist für sehr dynamische und länger andauernde Krisen. In Bezug auf die Stärkung der Stellung des Parlaments kann man sich verschiedene Dinge vorstellen, beispielsweise einen vorgängigen und begleitenden Einbezug des ganzen Parlaments oder einer Delegation, auch eine Stärkung der Einflussmöglichkeiten auf das Regierungshandeln, beispielsweise die Schaffung einer dringlichen Motion, dass man sozusagen das, was man jetzt da im Sinne dieses Gentleman's Agreement in der Krise praktisch geübt hat, dass man das auch noch ins Gesetz aufnimmt, eine dringliche und verpflichtende Motion schafft und dass man ebenfalls die Rechtsgrundlagen für ein E-Parlament in die Wege leitet. Und in Bezug auf die Schließung von Rechtsschutzlücken müsste man sich überlegen, ob man eine direkte Anfechtungsmöglichkeit gegen Notverordnungen beim Bundesgericht schaffen will, und zwar in einem Eilverfahren, da eben zeitliche Aspekte in solchen Situationen sehr relevant sind. Mir ist klar, dass gerade dieser letzte Vorschlag natürlich auch einige Nachteile und Gefahren mit sich bringt, aber wir werden sicherlich in diesem Webinar die Möglichkeit haben, dann auf diesen Vorschlag auch noch näher einzugehen. In der Zwischenzeit ist denn auch ein bisschen Bewegung in die Diskussion gekommen. Es wurden verschiedene parlamentarische Initiativen eingereicht, die jetzt im Parlament in Diskussion sind und die gehen zum Teil in eine ähnliche Richtung, wie ich die Vorschläge formuliert habe. Und wir werden sehen, ob diese parlamentarischen Initiativen weiterverfolgt werden oder nicht. Ich würde das jedenfalls sehr begrüßen. Ich bin damit mit meinem Einführungsreferat am Ende. Ich möchte Ihnen bereits jetzt danken und ich möchte gerne das Wort nun weitergeben an Frau Huster. Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich hoffe, Sie hören mich und sehen auch die beiliegende Präsentation. Sie sehen bereits an meinem Titel für das Referat, worum es mir geht, um welche Message es mir geht. Der Titel Navigieren auf Sicht beschreibt ein wenig den Zustand, in dem Bundesrat und Verwaltung in den letzten bald 6 Monaten sich befunden haben und immer noch befinden. Zum Einstieg ganz kurz eine kleine Impression, das müssen Sie nicht im Detail lesen, sondern schauen Sie einfach auf das Datum am Anfang und das Datum am Ende. Da werden Sie sehen, wie viel Zeit eben jeweils geblieben ist für die Erarbeitung von doch relativ komplexen Angelegenheiten, wie hier jetzt als Beispiel eben die Versorgung mit medizinischen Gütern. Da hat der erste Entwurf hat uns erreicht im Bundesamt für Justiz für die präventive Rechtskontrolle, was unsere Funktion ist, am 30. März nachmittags um 14.20 Uhr und am 3. April ist diese Regelung bereits in Kraft getreten. Das sind die Bedingungen, in denen wir gearbeitet haben und weiterhin arbeiten. Nun, Herr Professor Stöckli hat bereits ganz wichtige Dinge zum Einstieg gesagt und auch uns ging es so, dass wir verschiedene Dinge relativ rasch wussten oder wo wir relativ rasch auch Gewissheiten hatten in der Begleitung eben dieser Notverordnungssetzung des Bundesrates. Wir wussten relativ rasch, es ist wirklich unmittelbares Handeln notwendig. Es braucht wohl auch laufende Anpassungen und es besteht einfach rein faktisch keine Zeit für Konsultationsprozesse und für den Gesetzgebungsprozess. Und das sage ich bewusst auch deshalb, weil dies aus meiner Sicht völlig unabhängig ist von der Möglichkeit des Parlaments elektronisch zu arbeiten, weil hier eben ganz wichtig eben auch die Konsultationsprozesse, die Beratungsprozesse sind, die eben, egal auf welchem Weg das funktioniert, eben einfach Zeit brauchen und diese Zeit war einfach wirklich nicht vorhanden.
Dann, Herr Professor Stöckli hat das bereits gesagt, uns war auch klar, dass Artikel 7 Epidemiengesetz auf die in der außerordentlichen Lage auf die Verfassung verweist, auf 184.3 und 185.3, das intrakonstitutionelle Notverordnungsrecht zur Abwendung von schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren und äußeren Sicherheit. Wir wussten, dass es einigermaßen anerkannte Voraussetzungen für die Anwendung dieser Verfassungsbestimmung gibt. Sie kennen die alle, sachliche und zeitliche Dringlichkeit, Subsidiarität der Anwendung, Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, dann natürlich die Schranken von Artikel 36 der Bundesverfassung für die Einschränkung von Grundrechten und auch wenn immer möglich, die Bewahrung von föderalen Kompetenzregelungen. Dann ein weiterer Punkt, der in dem Sinne relativ rasch unbestritten war aus unserer Sicht, war, dass die Notverordnungen des Bundesrates für eine gewisse Zeit, eben auch auf Stufe formelles Gesetzesrecht, eigentlich funktionieren. Das war eine Zeit lang eine Diskussion auch in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Strafbestimmungen. Da waren wir klar der Ansicht oder sind es immer noch, dass eben dieses Notverordnungsrecht des Bundesrates für eine gewisse Zeit diesen Anforderungen des formellen Gesetzesrechts entspricht. Herr Professor Stöckli hat bereits den Hinweis auf Artikel 7d RVOG gemacht. Ich komme später darauf zurück. Sie sehen hier auch noch einen Hinweis auf einen Bundesgerichtsentscheid, der eben diese Aussage unterstützt. Dann ein weiterer Punkt der Gewissheiten war, dass das Bundesgericht und auch ein Teil der Lehre anerkennen, dass Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung von einem weiten Begriffsverständnis der öffentlichen Ordnung und der inneren und äußeren Sicherheit ausgehen. Nicht alle Vertreterinnen und Vertreter der Lehre, aber doch ein Teil. Das bedeutet im Ergebnis, es geht hier nicht nur um den Schutz von klassischen Polizeigütern, sondern eben auch um den Schutz von fundamentalen Rechtsgütern, Staatsexistenz notwendigen Strukturen und eben auch um den Schutz vor wirtschaftlichen Desastern. Das hat das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Rettung der UBS vor einigen Jahren so entschieden. Ebenfalls ganz klar für uns jedenfalls, das war in der Öffentlichkeit nicht immer aufgenommen, war, dass wir nicht in einem Staatsnotstand stehen und auch weiterhin nicht stehen. Zum Beispiel war deshalb für uns vollkommen außer Diskussion, dass die Garantien der EMRK oder des UNO-Pakts II außer Kraft gesetzt würden. Das haben andere Staaten teilweise gemacht, relativ rasch. Das war für uns nie ein Thema und war vor allem deshalb, weil es immer alle Gewalten unseres föderalistischen und demokratischen Rechtsstaats auch funktioniert haben. Auch das Parlament hat funktioniert, auch wenn es die Session abgebrochen hat. Es hat relativ rasch seine parlamentarischen Beratungen wieder aufgenommen. Das gesamte gesetzte Recht in der Schweiz ist in Kraft geblieben und wird weiterhin angewendet, auch wenn eben natürlich gewisse zusätzliche Änderungen, aber eigentlich immer zugunsten von besonders Betroffenen auf Gesetzesstufe dann eben auch Anpassungen gemacht worden sind. Dann hatten wir aber natürlich auch mit ganz vielen Ungewissheiten zu kämpfen. Herr Professor Stöckli hat das bereits angesprochen. Wir haben relativ rasch entschieden, dass wir diese Unterscheidung in Primär- und Sekundärmaßnahmen, wie er es bereits beschrieben hat, machen wollen. Das war, da gab es keine Grundlage dafür. Das mussten wir in Stunden eigentlich so erfinden. Ich glaube aber, es hat sich bewährt. Die wichtigsten Vorteile dieser Entscheidung sind aus unserer Sicht, dass eben auch für die Öffentlichkeit, auch aus rechtlicher Sicht, auch aus politischer Sicht, von Anfang an Klarheit über das Handeln des Bundesrates bestanden hat, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn man einen sehr stark nach Gummiartikel riechenden anderen Gesetzesartikel für alles
zur Grundlage genommen hätte. Aus unserer Sicht bietet eben diese Möglichkeit am Ende eben doch auch den Vorteil der höheren demokratischen Legitimation. Und das hat eben mit diesem Artikel 7 RVOG zu tun. Dort ist ja vorgesehen, dass der Bundesrat eben ein halbes Jahr nach Inkraftsetzung einer solchen Notverordnung dem Parlament auch eine Botschaft vorlegen muss für die Überführung dieses Notverordnungsrechts. Das wäre jetzt zum Beispiel im Falle von Artikel 7 Epidemiengesetz nicht der Fall gewesen, oder jedenfalls war es am Anfang nicht so, dass irgendein Hinweis bestanden hätte, dass diese Vorlagepflicht bestehen könnte. So dann aus unserer Sicht auch ganz relevant ein wichtiger Vorteil, dass eben der Gesetzeszweck des Epidemiengesetzes nicht überdehnt worden ist. Aus unserer Sicht wäre das der Fall gewesen, wenn Sie einmal das Epidemiengesetz, den Zweckartikel zur Hand nehmen, werden Sie sofort sehen, dass dort eben ein relativ enger Gesetzeszweck letztlich gemeint ist. Es geht wirklich dort um die gesundheitspolitischen polizeilichen Maßnahmen, die getroffen werden müssten, mit kleinen Ergänzungen im Bereich der Fragen, ob es eine Entschädigung gibt, die ich eben nicht im engeren Sinne zu den epidemiologischen Maßnahmen zählen würde, aber weiter geht eben der Gesetzeszweck nicht. Dann für uns sehr ungewiss war auch die Frage, ja, was bedeutet jetzt genau Subsidiarität? Was ist, wenn bereits irgendeine gesetzliche Grundlage besteht, die eine Antwort liefert auf eine bestimmte Frage, aber letztlich eine falsche Antwort? Das war insbesondere im Bereich des Sozialversicherungsrechts der Fall, wo einfach bestimmte Ansprüche eigentlich nicht aus dem Gesetz herausgelesen werden konnten oder es sogar so war, dass man hätte sagen müssen, nein, es besteht eben kein Anspruch. Da war einfach die Situation so, dass auch politisch notwendig war, dass eben zugunsten der Betroffenen vom Gesetz abgewichen werden kann, um eben größeren Schaden auch in der Wirtschaft zu verhindern. Und deshalb haben wir auch relativ rasch entschieden, dass wir das so auslegen, wenn eben der Gesetzgeber gar nicht an eine solche Situation gedacht haben kann, dass dann eine gesetzesergänzende Regelung via Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung möglich ist. Eine weitere Frage, die sich uns gestellt hat, war, darf eine Notverordnung des Bundesrates in die föderalen Kompetenzordnungsregelungen eingreifen? Das war ebenfalls eine rasche Entscheidung, die wir treffen mussten, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Stillstand der Fristen für die Beschwerden, also die Gerichtsferien. Da gab es in dem Sinne einen kleinen Eingriff in die kantonalen Kompetenzen. Da hat der Bundesrat nämlich entschieden, dass das eben eigentlich für alle Verfahren gilt. Und das hat dann natürlich zum Teil auch die Kompetenzregelung der Kantone eigentlich betroffen. Es war aus Sicht des Bundesrates aber eben wichtig, um quasi mal einen Stillstand der Fristen zu erreichen im ganzen Land, damit eben hier größerer Schaden abgewendet werden konnte. Dann eine ganz große Schwierigkeit, für die es wohl nie eine Lösung geben wird, ist, wie entscheidet man über die Frage, ist eine vorgeschlagene Regelung geeignet oder erforderlich bzw. verhältnismäßig, insbesondere natürlich bei Grundrechtseingriffen, besteht Rechtsgleichheit in verschiedenen Regelungen, die zum Teil eben zeitlich eben nicht gleichzeitig erlassen werden, wo sich dann eben die Schwierigkeit stellt, dass man den Vergleich nicht hat und wo man eben insbesondere nicht die Zeit hat für diese Konsultations- oder sogar Testmöglichkeiten. Also man muss mit Prognosen arbeiten, wie könnte sich eine vorgeschlagene Maßnahme auswirken. Und das hat uns einfach gezwungen zu akzeptieren, dass dieses Notverordnungsrecht letztlich auch experimentellen oder sogar inkrementellen Charakter bekommen hat. Dazu gehört auch das Akzeptieren von Fehlern, die man dann entsprechend auch rasch wieder beheben muss. Das haben Sie erlebt. Der Bundesrat hat zum Teil in sehr rascher Folge seine eigenen Regelungen auch wieder revidiert, weil sich gezeigt hat,
in der Anwendung oder auch aufgrund der Reaktionen in der Öffentlichkeit, dass das eben noch nicht die perfekte Regelung war. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben uns erlaubt, dort, wo klare Grenzen aus unserer Sicht zu beachten waren, dass wir das auch kommuniziert haben. Ein Beispiel war, als es darum ging, ob man noch weitergehen könnte, in einem ganz frühen Stadium hin zu einem allgemeinen Ausgehverbot, haben wir eine rechtliche Analyse geliefert und klar gemacht, also das würden wir klar als unverhältnismäßig anschauen. Sehr rasch hat sich dann für uns auch die Frage gestellt, ja, wie ist denn jetzt eigentlich dieser Artikel 7d RVOG zu interpretieren für eine solche Situation? Herr Professor Stöckli hat das am Anfang erläutert, wie es zu diesem Artikel 7d RVOG gekommen ist. Das war eben im Zuge der Finanzkrise und der Aufarbeitung der Finanzkrise. Da hat man sicher nicht an eine solche mehrere Monate bis eben noch länger dauernde gesundheitliche Krise gedacht, die dann eben wirklich alle, ja fast alle Aspekte des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens eben betrifft. Wir haben uns dann entschieden, relativ rasch, der Bundesrat hat dann auch entsprechend entschieden, dass eben ein Erlass konstruiert wird, der nicht eins zu eins diese Verordnungsbestimmungen überführt, sondern der letztlich eine Delegationsnorm oder verschiedene Delegationsnormen für die bestehenden Verordnungen bietet, sodass eben auch weiterhin eine gewisse Flexibilität in der weiteren Bewältigung der Krise besteht. Inzwischen sind es noch 9 bestehende Verordnungen, die jetzt eine solche gesetzliche Grundlage erhalten müssen. Das ist jetzt eben genau dieses Covid-19-Gesetz, das im Moment in der parlamentarischen Beratung ist. Was wir auch relativ rasch entschieden haben, ist, dass man eben sehr klar unterscheiden muss zwischen den Kompetenzen, die der Bundesrat in der besonderen Lage nach Artikel 6 Epidemiengesetz hat und nach Artikel 7. Also es ging eben nur darum, die Inhalte zu überführen, die Notverordnungsrecht nach 185.3, aber dann eben auch gestützt auf Artikel 7 betrafen. Und das ist jetzt auch etwas, was zu entscheiden war. Sie haben vorher gehört, ich habe gesagt, am Anfang sind wir davon ausgegangen, dass Artikel 7d RVOG nicht anwendbar ist auf Recht, das sich auf Artikel 7 Epidemiengesetz stützt. Wir sind dann im Laufe der Arbeiten zum Schluss gekommen, dass man das wohl solches Recht nach Artikel 7 Epidemiengesetz gleichwohl eben diesem Artikel 7d RVOG unterstellen muss, weil qualitativ eben kein großer Unterschied besteht zu Notverordnungsrecht, das sich direkt auf die Verfassung stützt. Der Bundesrat hat dann auch entschieden, keine neuen Inhalte aufzunehmen, eben obwohl das Parlament in der Zwischenzeit Dutzende bis inzwischen Hunderte von Motionen behandelt, die eben auch das Notverordnungsrecht des Bundesrats betreffen. Da hat der Bundesrat klar entschieden, das sollen eben parlamentarische Entscheidungen sein, wenn es um Erweiterungen, gerade beispielsweise von Ansprüchen, sei es der Mieterinnen oder der Vermieter und so weiter, gehen soll. Was auch eine Frage ist, die zu entscheiden war, ist, ob auch wenn das Parlament diese Grundlage entscheiden wird, ob weiterhin die Möglichkeit besteht, dass der Bundesrat verfassungsunmittelbar handeln kann. Das sind wir klar der Meinung, das ist so. Natürlich nur, wenn die Voraussetzungen, wie ich sie vorher erwähnt habe, erfüllt sind. Zum Schluss noch einige sehr vorsichtige Prognosen. Zunächst zum Covid-19-Gesetz. Da glaube ich persönlich, dass trotz starker Kritik in der Kurzvernehmlassung, die wir über die Sommerwochen, 3 Wochen durchgeführt haben, wohl eine hohe Chance besteht, dass dieses Gesetz am Ende verabschiedet wird.
Und zwar einfach aus einer Sachzwanglogik. Es würde nämlich bedeuten, wenn das Parlament zum Beispiel nicht eintreten würde auf die Vorlage, dann würden alle noch bestehenden Notverordnungen mit sofortiger Wirkung außer Kraft treten. Und da es da doch eben um gewichtige Themen geht, wie eben auch Unterstützung im Bereich der Wirtschaft, der Kultur, des Sports und so weiter, wird das aus meiner persönlichen Sicht wohl nicht passieren, dass das Gesetz vollkommen scheitern wird. Ich glaube aber, dass auch inhaltliche Erweiterungen und oder auch umgekehrt Einschränkungen möglich sein werden. Da bin ich gespannt, was da passiert. Da gehen im Moment die Anträge in den Kommissionen auch in alle Richtungen. Weiter gehe ich davon aus, dass nochmals zu diskutieren sein wird, ob es Anpassungen im prozessualen Bereich braucht, also zum Beispiel im Bereich der Konsultationen. Das ist im Moment in Diskussion, wurde auch in der Vernehmlassung seitens der Kantone vor allem aufgebracht. Dann, und das ist jetzt wirklich nicht eine Prognose, sondern eher ein Hinweis darauf, welche Fragen zu beantworten sein werden, aber eben aus meiner Sicht mit der nötigen Distanz und nicht während immer noch laufender Krisensituation. Es wird notwendig sein, dass man diese Frage zum Beispiel einer parlamentarischen Delegation für außerordentliche Lagen genau prüft. Wichtig wird aber auch dort sein, dass man eben mit der nötigen Sorgfalt und Distanz sich auch wirklich vertieft damit auseinandersetzt. Ist es wirklich sinnvoll, dass diese exekutive Verantwortung geteilt wird? Ist das am Ende wirklich eine bessere demokratische Legitimation, wenn eine parlamentarische Kommission, nicht das Parlament im Plenum, hier eben mitwirkt? Welche Mitwirkung? Das wäre dann auch noch zu entscheiden. Ist zu erwarten, dass eine bessere Einschätzung der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen auf dieser Ebene möglich ist? Das sind einfach Fragen, die wir sicher dann auch zusammen mit dem Parlament behandeln werden. Dann, das hat Herr Stöckli in seinem Votum auch bereits aufgenommen, es wird sich sicher die Frage stellen, wie allenfalls Artikel 7 des Epidemiengesetzes konkretisiert oder ergänzt werden könnte. Und da glaube ich auch, das wäre wohl der passendere Weg, anstelle einer Einschränkung des Anwendungsbereichs der Verfassungsbestimmung 185 Absatz 3, weil eben das war jetzt eine gesundheitspolizeiliche Krise, es wird auch wieder andere Krisen geben, für die dann dieser Verfassungsartikel eben auch wieder zur Verfügung stehen muss. So dann, und das ist eine sichere Prognose, glaube ich, wir werden auch künftig in künftigen Krisen mit dem Problem konfrontiert sein, dass sich eben das Sachproblem, das sich stellt, oder die verschiedensten Sachprobleme eben nicht an die verfassungsrechtliche und auch die verwaltungsinterne Zuständigkeitsordnung halten wird. Man muss hier flexibel bleiben. Und das ist wohl eine Feststellung, die sich vielleicht ein wenig von der staatsrechtlichen sauberen Analyse da und dort unterscheiden mag. Aber aus unserer Sicht ist eben die Verpflichtung auch des Bundesrates, für die Abwendung von unmittelbar drohendem Schaden zu sorgen, umfasst eben auch, dass man hier eine gewisse pragmatische Flexibilität eben auch behalten kann, auch wenn eben, wenn immer möglich, diese Grenzen auch einzuhalten sind. Soweit meine Ausführungen und ich bin dann gespannt auf die weitere Diskussion und ich übergebe nun gerne meinem Nachredner. Ich würde gerne das Wort nun an Marco Schäfer übergeben. Er wird sich nun ebenfalls mit dem Notverordnungshandeln des Bundesrats auseinandersetzen. Ich möchte ganz herzlich Frau Kuster danken für diese sehr schönen Ausführungen. Ich gebe dir das Wort. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Andreas, für die Einladung
Es wurde schon einmal deutlich gemacht, was von mir erwartet wird. Ich müsse hier kritisch sein. Nachdem ich meine Vorrednerin und Andreas gehört habe, habe ich so meine Zweifel, ob ich diese Anforderungen zur Genüge erfüllen kann. Insbesondere auch angesichts der sehr offenen Darlegungen von Frau Kuster darüber, wo die Unsicherheiten lagen und die Unklarheiten lagen. Sie werden sehen, dass sich meine Kritik vielleicht mehr an unsere eigene Profession richtet und vielleicht auch ans Parlament und vielleicht weniger an die Handlungen des Bundesrates und insbesondere des Bundesamtes für Justiz in diesen letzten paar Monaten. Ich möchte anfangen mit ein paar Gedanken zum polizeilichen Notverordnungsrecht des Bundesrates. Wenn wir hier das Rad der Zeit einmal 15 Jahre zurückdrehen, in die Zeit vor der Finanzkrise und der UBS-Verordnung. Die polizeiliche Generalklausel wurde damals gemeinhin dahingehend verstanden, dass sie in echten, unvorhersehbaren und gravierenden Notfällen Anwendung findet, in denen eine ernste, unmittelbare, das heißt schwere und zeitlich unmittelbar drohende Gefahr für die öffentliche Ordnung bzw. für fundamentale Rechtsgüter besteht. Weitere Voraussetzung war, dass die in Frage stehende Gefahr nicht anders als mit gesetzlich nicht vorhergesehenen Mitteln ihr begegnet werden konnte. Unter diesen restriktiven Voraussetzungen war die Exekutive ermächtigt, ohne Grundlage im formellen Gesetz zu handeln und dabei Grundrechte auch in schwerwiegender Weise einzuschränken. Das war die Situation. Dann drohte die UBS im Gefolge der Finanzkrise pleite zu gehen. Die damalige UBS-Verordnung aus dem Jahre 2008 warf verfassungsrechtlich zahlreiche Fragen auf. Die Diskussion, etwa in der Tagung der Öffentlichrechtler im Frühjahr 2009, zeigte im Allgemeinen eine sehr skeptische Einstellung dieser Verordnung gegenüber. Unter anderem wurde gefragt, ob die anvisierten Rechtsgüter von der polizeilichen Generalklausel überhaupt erfasst würden. Oder es wurde gefragt, ob die Situation unvorhersehbar gewesen war. Viele weitere Probleme, die damals diskutiert wurden, möchte ich hier unerwähnt lassen. In der Folge wurden die beiden Fragen, also die Frage nach den Rechtsgütern, die im Rahmen der Generalklausel geschützt werden können, und die Frage nach der Vorhersehbarkeit wiederholt thematisiert. Mein geschätzter Berner Kollege Markus Müller mahnte an, das Kriterium der Unvorhersehbarkeit sei ja erst neueren Datums, im Jahr 1995 in der Praxis des Bundesgerichts anerkannt worden, gestützt auf eine Kommentierung der Bundesverfassung von Jörg Paul Müller, der dieses Erfordernis lediglich erfunden habe. Es sei sachlich nicht gerechtfertigt und mit Blick auf die in Frage stehenden Rechtsgüter erschien ihm die UBS-Verordnung zulässig. Beide Gesichtspunkte kamen in der Folge in BGE 137/2431, auf den hier ja schon hingewiesen wurde, zum Tragen. Mit Bezug auf eine Verpflichtung der UBS AG, den amerikanischen Steuerbehörden insgesamt 285 Kundendossiers herauszugeben, hielt das Bundesgericht fest, das Kriterium der Unvorhersehbarkeit stelle lediglich einen von mehreren im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigenden Gesichtspunkt dar. Zudem hielt das Gericht kurz und bündig fest, ich zitiere, auch die ökonomische Stabilität und der Schutz des Finanzmarktes stellten ein schützenswertes Rechtsgut dar. Eine nähere Auseinandersetzung findet sich aber mit Bezug auf beide Fragen in den bundesgerichtlichen Erwägungen nicht. Die Finanzkrise hatte damit die Gestalt der polizeilichen Generalklausel erheblich verändert. Eine parlamentarische Initiative, welche die Mitwirkung des Parlaments in Notsituationen zu verstärken suchte, fand
in der Bundesversammlung gute Resonanz. Andreas Stöckli hat auf das aus hier hervorgehende Bundesgesetz über die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in außerordentlichen Lagen schon erwähnt. Was sie aber nicht tat, diese Initiative, war die Polizei, die Unsicht oder die Neuformulierung der polizeilichen Generalklausel, die im Laufe der Krise sich ergeben hatte, einzufangen. In dieser verfassungsrechtlichen Ausgangslage schlich sich das SARS-CoV-2-Virus in die Gesellschaft, angefangen mit dem Verbot von Veranstaltungen von über 1000 Personen am 28. Februar dieses Jahres, Sie erinnern sich vielleicht noch, folgten in den nachfolgenden Wochen und Monaten Verordnungen, gestützt auf 185.3.7 Epidemiengesetz und so weiter in straffem Takt. Sie haben das schon gehört. Eine große Anzahl von Autoren, ich möchte anfangen vom B im Alphabet, wie Biagini bis U, Uhlmann und alle dazwischen, haben sich dieser Fragen eingehend angenommen. Ich kann auf diese nicht eingehen. Was aber auffällt, und Frau Kuster hat schon darauf hingewiesen, die Einschätzungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Wenn Sie nur schon die beiden Andreas miteinander vergleichen, den Andreas Stöckli hier und den Andreas Klee in Zürich, es liegen Welten zwischen diesen Einschätzungen. Frau Kuster hat zurückhaltend auf unterschiedliche Meinungen hingewiesen, die Meinungen liegen Welten auseinander. Wer hat Recht hier? Nun, ich habe natürlich auch eine Meinung. Sie ist aber jedenfalls hier nicht relevant. Mir stellt sich vielmehr zunächst die Frage, wie es zu dieser Vielfalt kommen konnte. Abgesehen von den üblichen Gründen für unterschiedliche rechtliche Einschätzungen hat sich vorliegend meines Erachtens die weitgehend fehlende Aufarbeitung der neu gestalteten Generalklausel nach der Finanzkrise gerecht. Das Bundesgericht hielt im erwähnten Entscheid lediglich das Ergebnis fest, ohne dies genügend zu begründen. Es findet sich im Entscheid kein Hinweis darauf, dass man sich bewusst gewesen wäre, welche große Änderung mit diesen wenigen Sätzen erreicht wurde. Soweit sich die Literatur im Sinne des Bundesgerichtsentscheids aussprach, legte sie das Schwergewicht darauf, darzulegen, dass er folgerichtig erschien. Entsprechend war die Generalklausel bei Auftreten des Virus derart konturlos und unklar, dass sich fast alle Meinungen einigermaßen vernünftig begründen ließen. Dass in dieser Situation das Bundesamt für Justiz einer weiten Lesart von 135.3 BV folgte, kann ihm gewiss nicht verübelt werden. Was hätte es sonst tun sollen? Dass auch im BJ der Sinn für Grenzen nicht verloren gegangen war, hat ihn Frau Kuster kurz erwähnt. Er zeigte sich aber auch etwa an der geharnischten Reaktion des BJ auf den Antrag der eidgenössischen Zollverwaltung, unter gewissen Voraussetzungen zu verlangen, dass Schweizer, die wieder in die Schweiz einreisen wollen, beim SEM ein Gesuch um Wiedereinreise stellen müssen. Diesen Antrag gab es effektiv, mit dem Zweck, die Überlastung der Zollbehörden zu vermeiden. So etwa nach dem Motto, wir sind zu beschäftigt, als dass wir dich wieder einreisen lassen könnten. Ansonsten erschienen aber viele Dämme gebrochen. Zum Schutz wirtschaftlicher Interessen wurde etwa mit der Solidarbürgschaftsverordnung gewaltige finanzielle Verpflichtungen eingegangen. Polizeinotverordnungen wurden verschiedentlich, ich würde sagen, es bestehen hier Divergenzen, aber doch Kontralege erlassen. Sogar verfassungsrechtlich festgelegte Fristen wurden im Ergebnis verlängert, alles mit vernünftiger Begründung. Die meisten dieser Maßnahmen dürften materiell sinnvoll oder gar äußerst wichtig gewesen sein. Sie haben aber die schon zu Beginn der Krise festzustellende Konturlosigkeit der Generalklausel hin zur praktisch gänzlichen Aufgabe ihrer begrenzenden Wirkung ausgewalzt. Die Schwierigkeiten einer rechtsstaatlich befriedigenden Einhegung der Rechtsetzung, in der auch heute noch andauernden Gefahrenlage
wurden durch das vom Bundesrat den eidgenössischen Räten unterbreitete Covid-19-Gesetz deutlich illustriert. Dieser Entwurf genügt in meiner Einschätzung den Anforderungen des materiellen Gesetzesvorbehalts von 184 BV nicht. Dies vermag auch nicht durch die allgemeine Einschränkung in Artikel 1 Absatz 2 sichergestellt werden, wonach der Bundesrat von diesen Befugnissen nur so weit Gebrauch macht, als dies zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie erforderlich ist. Die primäre Ursache, darauf hat Frau Kuster hingewiesen, für die Probleme mit 164 liegt in der Schwierigkeit, dass die Gesetzgebung dem Bundesrat jenen Raum offen lassen muss, der notwendig ist, um angemessen auf die weiterhin nicht vorhersehbare Entwicklung der epidemiologischen und in ihrem Gefolge wirtschaftlichen Situation reagieren zu können. Wir haben in gewissem Sinne eine Anpassung der Anforderungen von BV 164 an die Kompetenzen des Bundesrates nach 185.3 BV schon auf der Ebene der Gesetzgebung vor uns. Und das dürfte nun ganz gewiss ein Novum sein. Grob gesagt, befinden wir uns heute wohl irgendwo zwischen dem punktuellen Notverordnungsrecht einerseits und dem extrakonstitutionellen Notrecht, wie es die Schweiz während der beiden Weltkriege kannte, andererseits. Verfassungsrechtlich ist dies ein höchst unbequemer Ort. Das Verfassungsrecht in seiner heutigen Form vermag den bundesrechtlichen Kompetenzen in Gefahrensituationen, wie wir ihnen heute ausgesetzt sind, kaum wirksame Schranken zu setzen. Dies schmerzt in der Praxis so lange nicht, als die Erlasse des Bundesrates auf breite Unterstützung in der Gesellschaft stoßen. Aber schon hier eröffnet sich ein Abgrund. Die breite Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen der letzten Monate als legitim anzunehmen und mitzutragen, war nicht einfach der Einsicht in die Vernunft dieser Maßnahmen geschuldet, sondern auch Folge einer breit orchestrierten, professionell konzipierten Kampagne auf allen Kanälen der Öffentlichkeit. Solange der Bundesrat aus eigenem Antrieb mit seinen Maßnahmen vernünftig umgeht, scheint die heutige Verfassungsordnung in Gefahrenlagen zu genügen, sonst nicht. Eine derartige Schönwetterregelung entspricht den Grundgedanken des gewaltenteiligen Regierungssystems nicht. Wie es Kant formuliert hatte, müssen die Gesetze der Republik so ausgestaltet sein, dass sie selbst für ein Volk von Teufeln, schreibt er, funktionieren. Auch wenn der Bundesrat lediglich aus Engeln bestünde, könnte die heutige Verfassungslage nicht genügen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung und Konturierung des Polizeinotverordnungsrechts ist heute dringend. Der Fehler der Wissenschaft in den 2010er Jahren, die neuen Unklarheiten auf sich beruhen zu lassen, sollte nicht wiederholt werden. Eine große Herausforderung wird darin bestehen, die Gefahrenlage, in welcher dem Bundesrat eigenständige Zuständigkeiten zukommen, adäquat zu umschreiben. Dies bedeutet etwa, die heutige Situation nicht als typische Konstellation heranzuziehen und gestützt darauf Regelungen zu erarbeiten, weil, wie es schon erwähnt wurde, sich die heutige Situation vielleicht grundlegend von jener unterscheidet, der wir in Zukunft einmal ausgesetzt sein werden. Die Regelungen sind auf Gefahrenlagen auszurichten, die von längerer Dauer und die in ihrer Entwicklung kaum vorhersehbar sind, eine Vielzahl von Maßnahmen in fast allen Lebensbereichen erfordern und in denen sowohl polizeiliche als auch wirtschaftliche Rechtsgüter elementar gefährdet sind. Zu fragen ist nicht nur, welche Grenzen 185.3 BV selber stellt, sondern auch, ob allenfalls sachspezifische Regelungen auf Gesetzesebene erforderlich sind, so wie dies heute Artikel 7 Epidemiengesetz tut, aber wenn möglich mit mehr Gehalt als dieser. Auch auf der Ebene der Rechtsetzungsverfahren erscheint mir eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Fragen, in welcher Art und Weise die Bundesversammlung wirksam in den Prozess einbezogen werden kann, zentral. Andreas Stöckli und Frau Kuster haben schon darauf hingewiesen. Auch hier sollten die Fehler von 2010 nicht wiederholt werden, als die schon erwähnte parlamentarische Initiative relativ oder letztlich lediglich
die Erfahrungen der bisherigen Krisen, Finanzkrise, Tinner-Angelegenheit und so weiter reflektierte. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass dort eine Delegation für außerordentliche Lagen geschaffen wurde, hätte geschaffen werden oder vorgeschlagen wurde. Das kann man sich wieder überlegen. Es mangelt heute jedenfalls nicht an Vorschlägen. Die wohl einfachste Lösung, die heute geltende Regelung über den Einbezug der Finanzdelegation zur Genehmigung dringlicher Verpflichtungskredite nach Artikel 28 Finanzhaushaltsgesetz in analoger Weise auszudehnen, erscheint mir vielleicht fast etwas zu simpel. Sie sollte jedenfalls nicht einfach unbesehen übernommen werden, denn zunächst wäre kritisch zu fragen, ob sich diese Regelung in der gegenwärtigen Gefahrenlage wirklich bewährt hat. War die Finanzdelegation in der Lage, über jenes Wochenende, an dem sie getagt hatte, sich wirklich eine eigenständige Urteilskraft zu bilden? Es wäre auch etwa zu erwägen, eine ständige Kommission einzusetzen, die in Gefahrenlagen frühzeitig und kontinuierlich über die tatsächlichen Entwicklungen und die bundesrätlichen Maßnahmen informiert wird. Darauf wäre gewiss darauf zu achten, dass Polizeinotverordnungen nach wie vor vom Bundesrat erlassen werden. Die Kommissionsmitglieder aber durch ihren frühen und engen informationellen Einbezug in der Lage wären, in den nachfolgenden parlamentarischen Prozessen wohl informiert zu agieren. Dies war, so hört man, im Rahmen dieser Krise nicht immer der Fall. Andreas Stöckli und Frau Kustler haben weitere Beispiele erwähnt, wo man ansetzen könnte. Wichtig erscheint mir, dass man sowohl auf der Ebene der Rechtsetzung als auch auf der Ebene der Wissenschaft sich nun ernsthaft mit diesen Problemen auseinandersetzt und auf eine Lösung hinarbeitet, die nicht lediglich die bisherigen Erfahrungen kodifiziert, sondern die im Hinblick auf die Offenheit künftiger Gefahrenlagen so eine Regelung, also derartige Regelung einführt, die eine rechtsstaatliche Einbindung des Bundesrates besser gewähren, als dies bisher der Fall ist. So, wenn das nicht genügend kritisch war, viel kritischer kann ich gegenwärtig nicht sein, aber ich hoffe, ich habe auch die Erwartungen von Andreas an mich hier nicht hier erfüllen können. Herzlichen Dank Ihnen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Markus Schäfer, für diese sehr feinen Ausführungen, auch kritischen Ausführungen. Wir werden sicherlich auf den einen oder anderen Punkt zurückkommen. Vielen herzlichen Dank, du hast deine Aufgabe sehr gut erledigt. Ich möchte weitergehen, wir müssen zeitlich da vorwärts machen, damit wir durchkommen. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Professeur Frédéric Bernard de l'Université de Genève. Il va parler sur le rôle du Parlement dans la crise. Merci beaucoup. D'abord, mes remerciements au professeur Stöckli pour cette aimable invitation. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler effectivement du rôle du Parlement. Alors, parler du rôle du Parlement après deux interventions qui traitent du rôle du Conseil fédéral, c'est parler finalement de la même chose, mais sous un angle un petit peu différent. Et vous allez donc entendre un certain nombre de bases légales et de discussions, de questions qui ont déjà été posées, mais peut-être simplement avec l'éclairage du Parlement. Pour commencer, pour mettre les choses au clair tout de suite, je crois qu'il faut dire que personne ne conteste, en tout cas moi, je ne conteste pas, que le gouvernement en situation de crise est nettement mieux placé que le Parlement pour prendre des mesures rapides et prendre des mesures décisives pour faire face à une menace. Un petit chiffre peut-être pour illustrer ce point, l'ordonnance de COVID-19 qui a donc été adoptée le 13 mars 2020, elle a été modifiée, si je ne me suis pas trompé, 37 fois jusqu'au 19 juin 2020, date où elle a été abrogée. Et on se rend bien compte que cette flexibilité, cette rapidité d'action, c'est quelque chose qui est le propre du gouvernement et du pouvoir exécutif et non pas nécessairement d'un Parlement. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment, une fois qu'on a posé ce principe,
Comment on fait pour respecter au maximum les principes de l'état de droit, notamment celui de la séparation des pouvoirs, notamment le rôle du Parlement, alors qu'on a une situation de crise? Et finalement, peut-être l'idée de cette intervention ce matin, c'est pas de dire que le Parlement, et vous l'aurez compris, le Parlement devrait agir à la place du Conseil fédéral, mais de réfléchir à comment le Parlement collabore avec le Conseil fédéral et éventuellement se demander si cette collaboration pourrait être améliorée ou pourrait être renforcée. Et donc, ce que je vous propose de faire dans les quelques minutes qui viennent, c'est poser un certain nombre de questions en lien avec la situation actuelle et puis terminer avec quatre suggestions de discussion sur des moyens de renforcer justement cette collaboration entre Conseil fédéral et Assemblée fédérale en renforçant la position de l'Assemblée fédérale sans remettre en cause, encore une fois, le caractère central du Conseil fédéral en situation extraordinaire. Alors, pour la situation actuelle, prenons dans l'ordre chronologique. La première question, me semble-t-il, qui se pose, c'est qui déclenche la situation extraordinaire? Alors, on est bien d'accord, on a tous, je crois, et tout le monde est d'accord sur le fait que la lutte contre la pandémie depuis le mois de mars, depuis la fin du mois de février, c'est une situation extraordinaire, au sens soit de l'article 185 de la Constitution, soit 7 de la loi sur les épidémies. Ce n'est pas, en revanche, une situation qui sort du cadre de la Constitution. Ce qui est intéressant à constater à ce stade-là, c'est que la situation extraordinaire, c'est le Conseil fédéral qui la décrète. C'est lui qui est compétent pour voir si les conditions qui ont notamment été rappelées par Mme Couster il y a quelques instants sont remplies ou pas. Quand on sort du cadre constitutionnel, pensez par exemple au plein pouvoir dont le Conseil fédéral a bénéficié pendant les deux guerres mondiales, c'est l'Assemblée fédérale qui donne les pleins pouvoirs. Alors, le paradoxe n'est qu'apparent, parce qu'en réalité, une fois que l'Assemblée fédérale a donné les pleins pouvoirs, c'est une forme de carte blanche. Alors que la situation extraordinaire qui est décrétée par le gouvernement ne sort pas de la Constitution, et comme ça a déjà été rappelé ce matin, le Conseil fédéral doit ensuite respecter, dans une certaine mesure en tout cas, les principes et les droits fondamentaux qui découlent de la Constitution. La deuxième question, une fois qu'on a décrété cette situation extraordinaire, c'est de savoir sur quelle base le Conseil fédéral agit. Alors ça, il en a déjà été beaucoup question ce matin, dans les trois interventions. Est-ce que c'est l'article 7 de la loi sur les épidémies qui va s'appliquer? Est-ce que c'est l'article 185, alinéa 3 de la Constitution? Est-ce que c'est les deux? Ce qui me paraît intéressant de relever, c'est que quand la loi sur les épidémies a été adoptée en 2012, l'article 7 se fondait, était proposé par le Conseil fédéral qui, dans son message, disait l'article 7 n'a qu'une portée déclaratoire. Autrement dit, l'article 7 ne fait que répéter, qu'énoncer le droit qui découle déjà de l'article 185 de la Constitution. Autrement dit, il n'aurait pas de force normative propre. Et on voit bien, et on l'a vu ce matin, et on l'a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, en réalité, le Conseil fédéral lui a donné une portée normative propre, puisqu'il a appuyé un certain nombre de ses ordonnances sur l'article 7 et non sur l'article 185. Ça correspond d'ailleurs à la pratique historique du Conseil fédéral en matière de lutte contre les épidémies, qui a toujours considéré qu'il avait un pouvoir d'agir qui se fondait directement sur la loi et non pas sur la Constitution. Je mentionne ce point qui paraît un petit peu loin du thème du jour, parce que vous verrez que ça a un impact. Savoir sur quelle base juridique le Conseil fédéral s'appuie, ça a un impact sur des questions qui concernent directement les droits et le rôle du Parlement dans une situation de crise. Permettez-moi simplement peut-être encore de mentionner un autre point. Il est possible encore que le Conseil fédéral agisse sur une autre base. Et on en a un exemple donné par l'ordonnance qui a suspendu les poursuites. Dans ce cadre-là, le Conseil fédéral ne s'est pas appuyé sur la loi sur les épidémies, il ne s'est pas appuyé sur la Constitution fédérale, il s'est appuyé sur l'article 62 de la loi sur les épidémies, qui prévoit précisément la situation d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, et qui permet expressément au Conseil fédéral, dans ce cas-là, d'ordonner la suspension des poursuites. J'y reviendrai dans mes suggestions finales. N'oublions pas que cette LEP et 185 Constitution ne sont pas les seules bases légales sur lesquelles le Conseil fédéral s'est appuyé pendant la crise. La troisième question, est-ce que le Conseil fédéral doit respecter les actes du Parlement, ceux qui existent? Alors c'est là justement que la discussion sur cette LEP 185 Constitution est intéressante et est même absolument fondamentale.
Dans quelle mesure est-ce que le Conseil fédéral peut s'écarter de lois existantes? Alors, ce n'est pas le rôle du Parlement pendant la crise dont il est question ici, mais c'est malgré tout le rôle du Parlement parce que c'est les lois que le Parlement a adoptées. Alors, certes, elles sont déjà là, elles sont déjà en vigueur, mais le Parlement joue un rôle pendant la crise par les lois qui sont déjà en place. Et alors là, la doctrine est très divisée, ça a déjà été dit. Est-ce que le Conseil fédéral peut simplement agir à la place du Parlement, ce fameux praeter legem, ou est-ce que le Conseil fédéral peut même aller contre le Parlement, contra legem? Les deux positions sont soutenues en doctrine. L'exemple de la crise du coronavirus, c'est que le Conseil fédéral peut aller à l'encontre de lois fédérales. Il l'a fait notamment, je vous en donne un exemple, dans l'ordonnance qui concerne les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, où là, l'article 8 de l'ordonnance nous dit « Les délais prévus à l'article 37 l'ASI, donc loi fédérale, peuvent, si nécessaire, être dépassés. » Donc là, on a une ordonnance qui est contra legem, purement et simplement. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'il y a un besoin de clarification entre 7 et 185, notamment par rapport au pouvoir qu'a le Conseil fédéral de modifier, de contredire des lois qui ont été valablement adoptées par le Parlement antérieurement selon la procédure législative. Quatrième question, est-ce que le Parlement a le droit de siéger? Est-ce que le Parlement peut se réunir si les mesures prises par le Conseil fédéral, en tant qu'elles lui sont appliquées, feraient obstacle à une session du Parlement? On peut se poser la question, souvenez-vous que dans notre cas, le Conseil fédéral a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes, certes sur l'espace public. Le Conseil fédéral a aussi fortement incité les personnes vulnérables à rester à domicile et à ne pas sortir. Est-ce qu'on peut interpréter ces interdictions comme faisant d'une manière ou d'une autre obstacle au droit du Parlement de siéger? De manière très générale, la doctrine, notamment le professeur Stöckli, répond par la négative, ce qui me paraît relativement justifié en s'appuyant sur l'article 148 de la Constitution, qui dit que l'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération. On voit mal, c'est vrai, que le Conseil fédéral puisse, sans le dire expressément, mais par le biais d'interdictions, de limitations et de règles, finalement empêcher le Parlement de se réunir. Cinquième question, ça a déjà été traité, mais je le mentionne quand même. Est-ce que l'Assemblée fédérale peut agir de son côté, indépendamment de ce que fait le Conseil fédéral? Oui, on l'a dit. D'une part, il y a évidemment le mécanisme des lois fédérales urgentes, article 165 de la Constitution. Il y a aussi la possibilité d'adopter des ordonnances. Ça a déjà été dit en introduction de ce webinaire, article 173 de la Constitution. Le problème de ces procédures, vous le savez, c'est qu'elles sont relativement lourdes, elles sont relativement lentes, elles ont essentiellement un effet en matière de droit politique, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'Assemblée fédérale de mettre en vigueur des textes sans attendre la procédure éventuelle de référendum. Mais il n'empêche que la procédure des deux chambres qui doivent se mettre d'accord rende ce processus relativement long. Ça veut dire, en revanche, du point de vue théorique, que l'Assemblée fédérale pourrait corriger, modifier, remplacer des ordonnances qui ont été adoptées par le Conseil fédéral. À ma connaissance, historiquement, ça ne s'est jamais produit. Mais on pourrait voir ici un droit de correction du Parlement qui, selon ses propres règles d'urgence, reviendrait sur ce que le Conseil fédéral a décidé pour, entre guillemets, imposer sa propre solution. Il y a ici, évidemment, une limite qui est notamment mise en valeur par Félix Ullmann, qui est le principe de la bonne foi. C'est vrai que si le Conseil fédéral, par exemple, met en place un programme d'aide financière à l'attention d'entités et de personnes privées, ça paraît difficile en vertu du principe de la bonne foi qui figure l'article 5, alinéa 3 de la Constitution, que l'Assemblée fédérale vienne 3 semaines après en disant « Ah non, finalement, on revient, on corrige et il n'y a plus d'aide financière. » Là, il se peut que la bonne foi des administrés soit protégée. Et puis, cette remarque, en fait, peut s'étendre de manière plus large. C'est vrai que si l'Assemblée fédérale systématiquement corrige ce qu'a fait le Conseil fédéral, annule et remplace, du point de vue de la crédibilité de l'action des autorités fédérales en période de crise, on aurait probablement à moyen ou à long terme un gros problème. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui existe.
Vous aurez compris avec tout ce que je vous ai dit, et ça a aussi été déjà souligné ce matin, que finalement le Parlement a essentiellement un rôle de contrôle ou de collaboration. Alors, on a beaucoup discuté de l'article 7D de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, l'article 7D LOGA. Madame Kouster s'est exprimée de façon très claire sur la position du Conseil fédéral en disant qu'à son avis, l'article 7D LOGA s'applique aussi aux mesures qui ont été fondées sur la LEP et sur l'article 7 LEP. Mais il n'empêche qu'ici aussi, on aurait besoin de clarifier la base sur laquelle le Conseil fédéral agit ou alors l'article 7D LOGA pour savoir si une ordonnance du Conseil fédéral qui est exclusivement fondée sur la loi sur les épidémies peut continuer à être valable après 6 mois ou si elle déclenche le même processus de rentrée dans le droit ordinaire qu'une ordonnance qui serait fondée, elle, sur l'article 185 de la Constitution. Certains auteurs proposent d'interpréter les ordonnances du Conseil fédéral fondées sur l'article 7 LEP formellement pour savoir si elles sont matériellement des ordonnances 185. C'est un peu compliqué, mais ça signifierait que si on se dit « mais ça, c'est du contenu de 185 », même si dans le préambule, le Conseil fédéral met 7 LEP, on a quand même ensuite l'obligation de l'article 7D LOGA qui entre en ligne de compte. Dernière question, avant de passer aux suggestions dans le respect du temps qui m'a été imparti. Est-ce qu'il y a d'autres modes de collaboration de l'Assemblée fédérale? On en a dit quelques mots, le professeur Stöckli en a parlé ce matin, oui. Notamment en matière de mobilisation de l'armée et en matière financière. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un autre mode d'approbation qui n'est pas celui de l'article 7 des LOGA, mais le Conseil fédéral, après avoir décidé, en guillemets, dans l'urgence, soit de mobiliser des militaires, soit d'engager des crédits, d'engager des dépenses, doit rapidement par la suite demander l'approbation de l'Assemblée fédérale. C'est ce que prévoit la loi sur l'armée à l'article 70, quand le Conseil fédéral approuve l'engagement de plus de 2000 militaires pour le service civil. Ce qui est encore plus intéressant, je crois, c'est la loi sur les finances. Parce que la loi sur les finances prévoit un mécanisme qui permet au Conseil fédéral d'agir vite, ce qu'il doit faire selon les circonstances, parce qu'on ne peut pas attendre, il faut aller vite. Mais simplement, ce que nous disent les articles 28 et 34 de la loi fédérale sur les finances, c'est que le Conseil fédéral doit obtenir au préalable l'assentiment de la délégation des finances du Parlement, qui en allemand s'appelle Findel et en français Delphine. C'est un miroir relativement amusant. Suivi dans un deuxième temps de l'approbation par l'Assemblée fédérale dans son ensemble. Alors, j'ai bien entendu le professeur Schaeffer qui avait quelques doutes sur la capacité, sur la position de la délégation des finances à rapidement se faire une opinion qui soit la sienne sur la base d'informations qui sont peut-être indépendantes et qui ne sont pas seulement celles fournies par le gouvernement. Mais il n'empêche, malgré cette petite crainte, qu'on a là un exemple d'une forme de collaboration qui est plus poussée que celle de l'article 7D LOGA qui vient simplement après coup, a posteriori. 4 améliorations, très rapidement, j'arrive au bout de mon temps. Il me semble clair qu'il faudrait réfléchir, délégué Ferranda, à l'article 7 LEP. Et il me semble qu'il a été adopté trop rapidement en 2012. Il a plus de poids que ce qui ressort du message du Conseil fédéral de 2011. Et la relation entre 185 Constitution, 7 LEP est passionnante, est décisive parce qu'elle entraîne, vous l'avez vu, toute une série de questions sur l'étendue des pouvoirs du Conseil fédéral, sur ce qui se passe après 6 mois. Donc là, il me semble qu'il faudrait clarifier. C'est d'ailleurs l'objet d'une initiative parlementaire qui est actuellement en cours d'examen. La deuxième piste de réflexion consisterait à insérer des clauses d'urgence pour le Parlement dans le plus de lois fédérales possibles. Et au lieu de laisser le Conseil fédéral décider de son côté à quelle loi il faut déroger et à quelles conditions, prévoir, comme c'est le cas de l'article 62 de la loi sur les poursuites, dans les lois spécifiques, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, une clause d'urgence spécifique à cette loi. Ça a aussi l'avantage, évidemment, que l'ordonnance du Conseil fédéral n'est plus indépendante, fondée directement sur la Constitution, mais est dépendante, fondée sur une loi fédérale adoptée par le Parlement.
La troisième question, ou la troisième suggestion, c'est, et ça a été beaucoup discuté en doctrine, que le Parlement modifie ses règles de fonctionnement pour permettre notamment des vidéoconférences, que ce soit pour les commissions ou pour les plénums, pour permettre justement au Parlement de fonctionner, même si, par exemple, les personnes vulnérables, et certains parlementaires très vraisemblablement sont des personnes vulnérables, puissent continuer à siéger tout en respectant les mesures sanitaires qui ont été décidées par le Conseil fédéral. Ça ne donne évidemment pas un très bon exemple si tous les parlementaires qui sont vulnérables viennent en session parce qu'ils sont membres du Parlement, alors que par ailleurs, on demande à la population de respecter les prescriptions du Conseil fédéral. La voie de sortie, c'est probablement d'assouplir cette obligation de présence qui figure aujourd'hui dans les règles de fonctionnement de l'Assemblée fédérale. Et puis la dernière, et je m'arrête là, la dernière piste de réflexion, évidemment, c'est de créer une commission spéciale. C'est aussi l'objet d'une initiative parlementaire. Une commission parlementaire, à l'image de la délégation des finances, qui serait associée de plus près à certaines décisions clés du Conseil fédéral. On pourrait par exemple songer au fait de décréter la situation extraordinaire. On pourrait imaginer là que le Conseil fédéral doive recueillir l'assentiment de la délégation de sécurité, si l'on veut, du Parlement, préalablement, comme il le fait quand il souhaite engager des crédits ou des dépenses supplémentaires. Je vous remercie infiniment de votre attention et je rends la parole au professeur Stöckli. Merci beaucoup, monsieur le professeur Bernard, pour votre très belle intervention. On va parler tout à l'heure dans le roundtable sur votre suggestion. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à monsieur Jean-Marc Vergnori. Il est juge au tribunal cantonal de Genève. Je vous donne la parole. Il va parler sur le rôle des juges dans la crise. Voilà, merci monsieur le professeur donc d'avoir donné de donner la parole aussi au pouvoir judiciaire. Je vais parler donc plutôt de la situation actuelle, qui est donc une situation extraordinaire, un peu de basse intensité. C'est évident que la réponse judiciaire serait pas la même si on avait affaire à une crise très grave qui menace l'intégrité de la nation. Je vais aussi parler un peu plus forcément de la justice administrative et constitutionnelle, pas seulement parce que c'est ce que je fais. Il y a eu un petit peu, pendant la pandémie, des affaires pénales qui ont défrayé la chronique. Par exemple, à Genève, on a eu un petit procès avec des personnes qui se prostituaient alors que c'était évidemment interdit par les ordonnances en vigueur. Mais disons que c'est surtout la réponse des juridictions de droit public qui peut être intéressante. Finalement, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir choisi Genève parce que en faisant des recherches un petit peu pour aujourd'hui, j'ai pu voir que dans les autres cantons ou au niveau de la Confédération, ça avait été plutôt moins actif que chez nous. Et il faut dire que, comme on le sait, les Genevois sont assez prompts à se plaindre. Hein. Donc, il y a souvent plus de décisions judiciaires chez nous. Il y a aussi des circonstances parfois indépendantes de tout ça. Je vais aussi me concentrer plus évidemment sur ce qu'on peut faire comme organe judiciaire que sur ce qu'on ne peut pas faire, ce qui fait que je vais m'intéresser un petit peu plus que jusqu'à présent sur la situation dans les cantons, parce qu'au niveau fédéral, on va le voir, il n'y a pas énormément de réponses judiciaires possibles. Donc, pour revenir, comme cela a été dit, comme ça figurait aussi sur une des diapositives du professeur Stöckli, les situations extraordinaires, c'est vraiment le temps de l'exécutif. Alors, il y a le rôle du Parlement qui a été aussi abordé. La justice est nécessairement en retrait, d'une part parce que par essence, elle est réactive, donc à part quelques domaines très très rares où il y a une application de la maxime d'office où la justice peut se saisir elle-même, même en dehors d'un litige, c'est des situations extrêmement rares. Et puis donc c'est toujours sur recours, sur
sur la base d'une mesure qui est prise, d'une règle qui est adoptée, que la justice peut intervenir. Et puis, on est aussi en retrait, notamment parce que il n'y a pas de spécialiste. Hein, chez nous, dans un cas comme ça d'épidémie, ben, au pouvoir judiciaire genevois, on a un médecin qui est un médecin du travail. Voilà, c'est tout, évidemment, que on ne peut pas avoir les mêmes, le même regard que l'exécutif. Donc, je ne vais pas aller sur ce point. Je vais passer directement aux différentes fonctions que peut revêtir la justice par rapport au droit d'urgence ou même plus généralement aux mesures qui sont prises, parce que parfois c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de droit formalisé qui est adopté, mais la justice doit quand même parfois intervenir après coup. Alors la première fonction, c'est une fonction de contrôle. Donc c'est une censure plus ou moins directe des mesures qui sont, ou des règles qui sont prises par le gouvernement. C'est tout à fait ce qui est évoqué tout à l'heure dans les checks and balances, donc qui sont prévus au niveau fédéral et cantonal. Ça peut se faire soit par voie de contrôle abstrait. C'est une voie qui est assez intéressante, on verra en temps de crise, mais le contrôle abstrait, il n'est pas toujours possible. Alors, je vais m'efforcer de vous donner des exemples à chaque fois. Là, on a le tribunal fédéral, le 15 avril 2020, a rendu un arrêt d'OC 280-2020, dans lequel il déclarait irrecevable un recours qui a été fait contre l'ordonnance Covid du Conseil fédéral parce que, voilà, d'après la Constitution et sa jurisprudence, eh bien, le contrôle des ordonnances fédérales ne peut se faire que de manière préjudicielle et pas en contrôle abstrait direct contre les normes. Recours irrecevable, même sauf erreur avec juge unique, hein, donc vraiment expédié très rapidement. Même chose au tribunal administratif fédéral. Là, en plus, c'est pas forcément la bonne voie qui a été choisie par les justiciables. C'était mieux d'essayer au tribunal fédéral, même malgré le manque de succès. 19 mai 2020, il y a eu plusieurs arrêts, mais celui-là, un arrêt C-2128-2020, le tribunal administratif fédéral dit que c'est pas possible de recourir directement contre les ordonnances, même motivation. Ça met le doigt sur un peu le manque de protection juridique, justement, au plan fédéral, hein, sur lequel on insiste souvent. Il n'y a pas en Suisse de contrôle de constitutionnalité des lois fédérales ou de contrôle direct des ordonnances fédérales. Voilà. Et puis, par le contrôle concret, là, ça met plus de temps, puisqu'il faut passer par tous les échelons cantonaux avant d'arriver au tribunal fédéral. On a des contrôles concrets, contrôles abstraits au niveau cantonal quand c'est prévu, parce que évidemment qu'il n'y a pas ça dans tous les cantons. On est à Genève, l'un des 7 cantons où il est possible de faire des recours abstraits contre les normes cantonales. Nous avons en ce moment, je ne peux pas trop en parler parce que c'est des affaires en cours, mais des recours contre l'arrêté du Conseil d'État du 24 juillet 2020 sur le port du masque dans les commerces, dans les restaurants, etc. Donc ça, c'est quelque chose, il faudra examiner si, en l'occurrence, un arrêté et pas un règlement peut être contesté. Ce qu'on a plus ou moins déjà dit dans certaines circonstances, en tout cas. Donc, c'est éventuellement possible. On a eu aussi un cas intéressant, parce que ce n'est pas du contrôle abstrait à proprement dit, mais ça s'en rapproche un petit peu. On avait la circonstance, justement, un peu extraordinaire d'avoir ce printemps les élections municipales à Genève, donc les élections des délibératifs communaux et exécutifs communaux. Et puis le premier tour a été fait avant le confinement, avant les ordonnances du Conseil fédéral, et le deuxième tour avait lieu juste après, donc début avril, et le Conseil d'État a décidé de les maintenir, et un recours a été déposé à la Chambre constitutionnelle
pour demander le report, justement, pour mieux respecter les droits politiques, le droit de faire campagne, parce que le vote à l'urne avait été aussi supprimé. Donc, on a rendu un arrêt, un ACST 12-2020 du 1er avril 2020, qui confirmait la décision du Conseil d'État en faisant une pesée d'intérêt, justement, entre le respect des droits politiques qui auraient pu être violés par l'arrêté, parce que justement on ne pouvait pas organiser la campagne de la même manière, il n'y avait pas de vote à l'urne, etc. Et puis d'un autre côté, le respect global de l'ordre constitutionnel et légal qui était davantage respecté avec des conséquences si on avait reporté sine die, parce que reporter à 3 mois comme c'est prévu par la législation. C'était pas, on savait pas trop ce que ça donnerait, donc c'était forcément reporté sine die, et ça aurait pu avoir des conséquences insoupçonnées jusqu'au fond de quelle était la durée de la législature, comment allaient cohabiter des gens qui avaient déjà été élus au premier tour avec des gens qui restaient élus, alors que ça aurait donné des choses très compliquées. Donc on a préféré maintenir le deuxième tour. Il se trouve heureusement que la participation a été presque aussi, non pas bonne, parce que en Suisse les élections ont vraiment des taux de participation extraordinaires, mais disons tout à fait aussi correct que d'habitude ou presque. Donc ça nous a un peu légitimé. Ensuite, il y a la voie du contrôle concret qui est plus lent, mais il y a des mesures provisionnelles possibles. Par exemple, on a eu une affaire à la chambre administrative de la Cour de justice sur un refus de manifester pendant la période où il n'était pas possible de se réunir à plus que 5. Là, ils voulaient organiser une manifestation à 28, certes avec les distances, mais alors là, le contrôle a été fait postérieurement puisqu'on a rendu notre arrêt le 18 août 2020, un ATA 762-2020. Et puis, dans les circonstances qui prévalaient à l'époque, on a confirmé l'interdiction de manifester. Ce ne serait peut-être pas la même chose. Je note la possibilité éventuellement d'avoir dans ces cas-là des mesures provisionnelles qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus vite. On parlera du temps après, si le temps justement me le permet. Mais on a pu voir par exemple là, je donne un exemple étranger, mais à Berlin, il y a eu ces manifestations samedi dernier qui ont été autorisées au dernier moment par mesure provisionnelle par l'Oberverwaltungsgericht. Ça donne une idée, c'est quelque chose qui serait concevable aussi évidemment en Suisse. Donc quand on fait ce contrôle, c'est souvent une pesée des intérêts. Et puis alors, on se demande en doctrine souvent, est-ce que là, les juges vont être très conformistes et se rallier toujours par définition à l'opinion de l'exécutif, ou au contraire, est-ce qu'ils vont mener une politique active? Donc toujours le dilemme entre le judiciary self-restraint et puis le judiciary activism. Moi, je ferais une analogie un petit peu avec ce qu'on a en temps normal quand on examine finalement l'activité de la police, que ce soit au niveau pénal ou au niveau disciplinaire des policiers. D'un côté, on doit reconnaître que c'est un métier difficile, c'est une activité exposée où il faut prendre des décisions très rapides. Donc, il faut être un petit peu entre guillemets, indulgent, en tout cas, à comprendre, ne pas vérifier tous les détails et puis comprendre que ça se passe rapidement et qu'il faut prendre des décisions très rapides. Puis de l'autre côté, les policiers, il faut quand même les surveiller un peu, il faut qu'ils aient pas un sentiment d'impunité totale, parce que sinon, ça amène à des débordements qu'on connaît, qui peuvent être assez graves. Donc, avec l'exécutif, dans ces temps-là, c'est un petit peu la même chose. Il faut, d'un côté, avoir un petit peu de retenue, parce qu'on sait que, justement, ils sont exposés, ils doivent prendre des décisions rapides. Et puis de l'autre côté, ils n'ont pas forcément toutes les informations non plus qu'on peut avoir a posteriori. Et puis d'autre part, avoir quand même un petit peu de contrôle, parce que c'est pas forcément parce qu'on est dans l'urgence qu'il ne faut pas réfléchir. Voilà.
Donc, il y a toujours une voie médiane dans ce domaine à suivre. Hein. C'est l'essence même de l'activité judiciaire, finalement, de savoir pondérer les intérêts en présent. Je vais un petit peu plus vite parce que je vois que le temps avance. Donc, c'est dans cette fonction de contrôle qu'on peut vérifier vraiment si l'état de droit fonctionne, si la séparation des pouvoirs est bien respectée. Hein. C'est une question d'attitude toujours. Il y a une deuxième fonction qui n'est pas intéressante non plus, c'est ce que j'appellerais un peu le service après-vente. Soit, alors là, on ne contrôle pas directement ce que fait le gouvernement, mais soit on interprète le droit d'urgence, c'est ce qu'ont fait mes collègues de la Chambre des assurances sociales à Genève le 25 juin 2020, Natas 510-2020, à propos des indemnités réduction de l'horaire de travail et rachetées, pour savoir si l'article 8B de l'ordonnance Covid-19 sur l'assurance chômage avait suspendu le principe de non-rétroactivité prévu par l'article 36 LACI. C'est des choses qu'il faut arbitrer a posteriori, mais rapidement. Et ça, ce n'est plus vraiment du contrôle de ce que fait le gouvernement, mais il faut quand même expliciter. Et puis, la deuxième possibilité, c'est de... Parfois, il faut recoller les morceaux des mesures qui ont été prises ou trouver des solutions aux situations qui ont été créées, voire « to clean the mess », comme on dit en anglais. Il y a des situations, il y a des directives qui sont prises. Là, par exemple, à Genève, les examens d'entrée au collège ont été annulés. Il y a des directives qui ont été prises, appliquées de manière un peu spéciale. Dans un arrêt du 20 août 2020, on a finalement cassé la décision qu'avait prise le département de l'instruction publique et permis à une élève de pouvoir se présenter, en tout cas sur dossier. Et puis, parfois, le désordre, d'ailleurs, ne vient pas de l'exécutif. J'ai trouvé un cas bernois, là, le tribunal administratif bernois, une affaire 100-2020, 13 au U du 8 mai 2020, où le tribunal cantonal a remis un peu d'ordre parce que le Zahnsmaßnahmengericht avait dit que bon, puisqu'on est en confinement, on peut faire une audience vidéo. Et le tribunal cantonal a dit non, on ne peut pas. Et puis la troisième possibilité aussi, c'est la simple application de ce droit d'urgence. Donc, il y a de très nombreuses décisions où on applique les textes d'exception, par exemple les ordonnances qui ont suspendu les délais. Voilà. Le facteur temps qui joue aussi pour moi, c'est quelque chose d'important dans ce domaine parce que, comme j'ai dit, la justice est réactive, hein, elle ne peut pas, par définition, pas anticiper. Donc, d'un côté, il y a un temps de latence, hein, toujours, hein, la publication pour le contrôle abstrait, la prise de décision et le délai de recours pour pouvoir faire un contrôle concret. Et puis, pour atteindre le tribunal fédéral, il faut passer par les instances cantonales, une, deux, trois, même en matière fiscale, par exemple. Il y a un facteur temps qui joue. Et puis, la justice prend toujours un peu de temps, parce que d'une part, nous, on doit, même en temps d'urgence, on doit toujours respecter quand même le droit d'être entendu, le droit de réplique, etc., dans une certaine mesure, en tout cas. Et puis, comme je dis, on manque un petit peu parfois de moyens, de spécialistes, il faut prendre connaissance des problèmes. Dans la fonction de contrôle aussi, l'écoulement du temps est très important parce que, comme disait Lord Acton, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt de manière absolue. Donc, l'exécutif peut prendre un certain goût à exercer le pouvoir comme ça, à ne pas avoir de contestation parce que les manifestations ne sont pas permises, parce que, etc. D'être sur le devant de la scène parce qu'il fait sa conférence de presse toutes les semaines, etc. Et puis, au début, on est un peu moins critique, justement, parce que c'est l'urgence, on comprend. Puis au bout d'un certain temps, c'est là qu'on peut exercer un peu plus de contrôle en disant là, ça commence à bien faire. Donc, le rôle de la justice va changer un petit peu, peut-être au fil du temps. Ça a aussi, d'ailleurs, pour conséquence de relativiser un peu l'importance du contrôle abstrait, puisque le contrôle abstrait va se faire tout de suite, avec une idée de conformité d'application conforme à la Constitution. Donc, évidemment, que comme c'est d'emblée, on va peut-être être plus retenu par rapport à l'action du gouvernement et ne pas trop la censurer, parce que justement, ça intervient au début. Donc, ça relativise un petit peu.
Donc, je conclue. La justice joue un rôle un peu traditionnel, toujours de rempart contre l'arbitraire, quand on la laisse faire. Après, pour les propositions d'amélioration, c'est un peu difficile de faire beaucoup de propositions. Comme on a vu, il n'y a pas beaucoup de protection juridique au niveau fédéral. Donc, moi, en tant que présidente de cour constitutionnelle, je suis évidemment un partisan du contrôle abstrait. Je trouve que ce serait bien de l'introduire dans les cantons qui ne le connaissent pas du tout encore. Et puis, peut-être au niveau fédéral, par rapport au contrôle abstrait, c'est une initiative parlementaire qu'a évoqué le professeur Stöckli au début, d'introduire le contrôle abstrait des ordonnances fédérales, notamment des ordonnances fondées sur le droit d'urgence. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vielen Dank, Herr Dr. Marc, Jean-Marc Vergnori, für diese sehr schönen Ausführungen, für diesen Einblick in die Praxis der Gerichte. Wir haben gesehen, da läuft doch einiges in den Kantonen an Gerichtsfällen in dieser Angelegenheit. Natürlich auch pour les pensées théoriques, qui étaient très, très intéressant. So, ich möchte nun, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit für die Podiumsdiskussion. Die Referate sind nun ein bisschen länger gegangen, aber sie waren ja alle sehr interessant, sehr gehaltvoll. Ich möchte nun sehr herzlich willkommen heißen. Er hört seit einigen Minuten zu, Herr Dr. Andrea Garoni, Ständerat Appenzell Ausserrhoden. Und es ist eine große Freude, dass wir Sie hier begrüßen dürfen zu dieser Podiumsdiskussion. Und ich möchte gleich mit einer Frage an Sie, Herr Garoni, beginnen. Sie haben ja diese Pandemie im Parlament erlebt. Sie haben aber selber auch, waren Sie schriftstellerisch tätig, Sie haben mit Professor Schmid einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Notstand im Bundeshaus. Und ich möchte Sie nun ganz am Anfang fragen, wie Sie in Ihrer Funktion als Parlamentarier diese Corona-Krise erlebt haben. Und dann vielleicht auch die Frage, wo Sie Mängel entdeckt haben. Sie sprechen vom Notstand im Bundeshaus. Da würde es mich natürlich auch interessieren, ob es tatsächlich Überforderungen gab im Parlament. Und dann würde es mich natürlich auch noch interessieren, wo Sie Verbesserungspotenzial sehen, wo Sie Möglichkeiten sehen, wie man das System nachjustieren könnte. Was meinen Sie zu diesen Fragen? Vielen Dank, Professor Andreas Stöckler, für die Einladung. Ich muss Sie aber korrigieren. Ich bin seit Anfang an drin und habe alles gehört. Und die Connoisseurs unter Ihnen merken übrigens, dass mein Hintergrundbild ein Fake ist. Der richtige Ständeratssaal hat, wie jedes Kind weiß, Plexiglasscheiben bei den Sitzen. Ich habe die Krise an der Front verschiedene Arten erlebt und stelle schon in vielerlei Hinsicht Mängel im System fest beim Parlament. Und vieles wurde ja auch schon erwähnt. Ich konzentriere mich auf einige Ausschnitte. Also das eine ist, dass das physische Parlament hat ja schon die Schwierigkeit, dass es sein eigenes Haus verlassen musste und das nicht kurzfristig konnte. Es war aber nicht mehr dasselbe in der Bern-Expo wie in einem Ständerat der Nationalratssaal, weil wir ja auf engen Austausch ausgerichtet sind. Und ich bin froh, haben wir jetzt diese Plexiglasscheiben. Ich twittere selten, aber im Mai hatte ich auch die Idee mit den Plexiglasscheiben und habe sie getwittert und mich gewundert, dass wir 3 Millionen für die Bern-Expo zahlen, aber nicht das tun, was jede Mikroverkäuferin hat, nämlich so eine Scheibe. Jetzt kriegen wir sie dann auch. Was ich staatspolitisch aber noch etwas heikler finde, als die Frage, in welchem Haus wir tagen, ist, wer herein darf. Die Frage wurde von Ihnen ja auch schon aufgeworfen. Was ist, wenn ein Kantonsarzt einem Ständer- oder Nationalrat sagt, du kommst jetzt unter Quarantäne und kannst nicht ins Bundeshaus? Und ich gehe immer noch so von einer Idee der umfassenden Sessionsteilnahmegarantie aus, dass nämlich an sich niemand dem Parlament das Tagen verbieten darf, außer das Parlament selber. Selbstverständlich dürfen die Leitungsgremien des Parlaments sagen, wer sich wo wie zu verhalten hat. Aber ich finde, das System sollte es ermöglichen, dass die Leute teilnehmen können. Physisch, wenn irgendwie möglich. Also man könnte ja einen Parlamentarier auch irgendwie isoliert ins Bundeshaus fahren und dort in einer großen Plexiglaszelle abstellen. Ich finde einfach, dass dem Parlament sollte man, wenn es irgendwie geht,
nicht im Weg stehen. Nicht einmal bei drohender Strafverfolgung oder hindert man die Leute dran. Nicht einmal das Militär hindert uns an Tagen, wenn wir Militärdienst hätten, um das Land zu verteidigen. Ja, dann sollte es auch nicht eine mögliche Virengefahr tun. Dann natürlich, das virtuelle Parlament sollte dennoch möglich sein, auch wenn ich es mir technisch und auch politisch sehr schwierig vorstelle. Wo es funktionieren sollte, wäre in den Kommissionen. In der Tat wurden wir auch in den Kommissionen zuerst über den Haufen geworfen und wurde das Tagen verboten. Und da sehe ich auch einen staatsrechtlichen Anpassungsbedarf. Die Kommissionen müssen ein Selbstbefassungsrecht haben. Oder ich präsentiere zum Beispiel die Staatspolitische Kommission oder auch die Gerichtskommission. Wir konnten ja nicht einmal den Fall Lauber weitertreiben, weil wir nicht tagen durften im März, April. Und das kann nicht sein, dass die Büros hier eine so starke Rolle haben. Und technisch würde das eben auch die virtuelle Sitzung bedingen. Ich habe das dann mal geübt mit der Staatspolitischen Ende April. Das war doch noch eine ziemlich holprige Angelegenheit. Ich merke jetzt hier, Weblaw ist, wie der Name vielleicht schon insinuiert, viel besser aufgestellt, als das Parlament es virtuell heute ist. Und auch die Regeln wurden alle ad hoc erfunden. Zum Beispiel, dass man nur virtuell tagen darf, wenn der Präsident und die Hälfte der Mitglieder zustimmen. Das steht so nirgends im Parlamentsrecht. Auch hier müssen wir rechtlich und technisch aufrüsten. Wenn ich noch ein, zwei Gedanken auch noch zum Verhältnis zur Exekutive noch einbringen darf. Auch hier sehe ich sehr viele Regeln, die unklar sind. Vieles wurde auch schon erwähnt, noch nicht alles. Also zum Beispiel die parlamentarischen Notverordnungen, die uns ja institutionell auf ein hohes Podest stellen, die sind nicht nur rechtlich unklar, sie haben keine Befristung. Was bedeutet, wenn wir eine solche Notverordnung erlassen? Aber der Bundesrat dann findet, ja Moment, jetzt ist die Krise wieder so, dass wir dennoch nach 185 wieder etwas anderes erlassen dürfen. Die Frage wäre für mich auch noch zu klären. Wenn der Bundesrat ja Gesetze quasi contra legem handeln kann, kann er dann auch contra Notverordnung handeln? Müsste man wahrscheinlich sagen, ja. Und plötzlich wären wir im Duell der Verordnungsgeber. Und eine Frage, die sich dabei aufstellt, ist, könnten wir das beschleunigen? Weil eine solche Notverordnung ist nur schon drum illusorisch, weil wir im Normalfall 7 Kommissionssitzungen brauchen mit Schwesterkommission, bis wir eine solche durchhaben. Ich durfte mit der Staatspolitischen Kommission am 30. April tagen. Das war ein Freitag. Unglaublich. Am Montag begann die Sondersession. Jetzt probieren Sie einmal zwischen Freitag und Montag noch über Videokonferenz 7 Kommissionssitzungen mit der Schwesterkommission auch noch abzuhalten. Also auch da sind wir weder technisch, denke ich, noch reglementarisch wirklich auf der Höhe der Sache. Auch wenn es Zeiten der Exekutive ist. Aber auch wenn es ist ja vor allem drum Zeit der Exekutive, weil das Parlament nicht handlungsfähig ist. Und da finde ich, technisch und reglementarisch sollten wir uns stärken. Und vielleicht noch jetzt noch zum Ausblick, noch wie es weitergeht. Wir haben ja viele Vorschläge heute abgehört von den Teilnehmern. Wir haben zweihängige parlamentarische Initiativen in den Kommissionen. Im vierten Quartal wollen wir Anhörungen dazu durchführen. Und spätestens seit heute zweifle ich nicht mehr daran, dass die schweizerische Staatsrechts-Corona bereit ist, uns hier zu erleuchten. Parallel haben wir das Covid-Gesetz auch in den Kommissionen. Und da tauchte für mich eine weitere staatsrechtliche Frage auf. Wir haben sie auch durch den Bundesrat gestellt. Ja, ihr sagt jetzt dieses Gesetz, wenn wir das ablehnen, dann ist das ganze Verordnungspaket bis hierhin weg, nach RVOG. Aber was passiert dann am Tag darauf? Wer hindert euch dann am Tag darauf, mehr oder weniger dieselben ähnlichen angewandten Maßnahmen gleich wieder zu erlassen? Auch dieses Verhältnis ist an sich für mich ungeklärt. Und noch eine Lücke, die auftauchte, war die, das Gesetz ist ja jetzt befristet, aber auf etwas mehr als ein Jahr. Und ich habe mir die Frage gestellt, wäre es nicht einfacher, es einfach genau ein Jahr zu befristen, dieses Covid-Gesetz? Dann hätten wir auch die Referendumsfrage nicht. Und dann wäre auch klar, es gilt nur kurz. Und man könnte es auch dann später verlängern. Aber was passiert bei einer Verlängerung eines unterjährigen dringlichen Gesetzes ohne Referendum? Im Moment, wo sie es verlängern. Auch das ist ungeklärt. Und ich glaube, mein Fazit ist, wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns in den staatspolitischen Kommissionen und natürlich dann auch seitens der Wissenschaft, die ich jetzt im Voraus schon herzlich für unsere Hearings begrüße. Ich hoffe, Sie haben dann Lust mitzumachen. Lieber Andrea Garoni, vielen herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einschätzungen. Es ist sehr schön, hier den Ständeratssaal zu sehen im Hintergrund. Nun, du hast da verschiedene sehr wichtige Fragen angesprochen. Ich denke, wir haben hier eine Person im Raum, die darauf vielleicht Antworten geben kann, Frau Kuster.
insbesondere diese Frage, wie verhält es sich mit diesem Covid-19-Gesetz und mit der Frage, ob da dann noch Notrecht möglich ist. Ich habe den Entwurf zu diesem Covid-19-Gesetz auch einmal angeschaut und habe gesehen, das ist vor allem ein Ermächtigungsgesetz. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, die Ermächtigungsgrundlagen zu schaffen, damit eben die Verordnungen, die über 6 Monate hinaus in Kraft bleiben, sollen das auch tun können. Aber die Frage ist schon aufgeworfen, wie verhält es sich, wenn die Krise wieder am Tempo gewinnt, wenn wir wieder eine Art katastrophenähnliche Situation haben? Was ist da der Plan bei den Bundesbehörden? Ja, vielen Dank. Also es gibt in dem Sinne keinen fixen Plan, um das mal vorwegzunehmen, weil im Moment eben der Plan A läuft, dass eben der Bundesrat ja dem Parlament dieses Covid-19-Gesetz unterbreitet hat, eben in der Absicht, eben wirklich auch jetzt diese Notverordnungen effektiv abzustützen, weil das gesetzlich auch so vorgesehen ist, dass der Bundesrat das dem Parlament unterbreiten muss. Sollte das jetzt so eintreten, dass das Parlament der Meinung sein sollte, es möchte dieses Gesetz, es möchte zum Beispiel nicht darauf eintreten, ist eigentlich eben vom RVOG eine Rechtsfolge vorgesehen, nämlich dass dann eben diese Verordnungen außer Kraft treten. In diesem Fall, also jetzt einfach rein logisch betrachtet, wenn man die Voraussetzungen von Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung nimmt, dann müssten ja diese Voraussetzungen wieder gegeben sein, damit der Bundesrat wieder neu verordnen dürfte, gestützt auf diese Verfassungsgrundlage. Das Problem ist dort natürlich letztlich die zeitliche Dringlichkeit und eben, dass etwas passiert ist in der Zwischenzeit. Also es gibt keine Praxis dazu, es gibt keine Rechtsmeinung, die ich je irgendwo gelesen habe. Aber also einfach abstrakt beantwortet, glaube ich, wenn die Voraussetzungen erfüllt sein sollten, dass eben wiederum eben ein Notstand oder schwerwiegende Folgen eben für die öffentliche Ordnung abgewendet werden können müssten, müsste der Bundesrat eigentlich auch wieder gestützt auf die Verfassung dann direkt verordnen dürfen. Also ich sehe natürlich, dass das etwas ist, das schwierig ist, weil eben das Parlament bis dahin ja dann eine Willensäußerung gemacht hätte, dass es eigentlich der Meinung ist, es braucht diese Regeln nicht mehr. Ich persönlich hoffe, dass das eine hypothetische Frage bleiben wird, dass das Parlament auf die Gesetzesvorlage eintreten wird und dann vielleicht eben in den einzelnen Regelungen da eben seine Verantwortung mittragen wird und dann eben dort mitgestalten wird, aber nicht unbedingt in dem Sinne das Konzept über den Haufen werfen wird, in dem es nicht eintritt. Aber das ist meine persönliche Hoffnung, damit wir eben nicht in diese schwierige Situation geraten werden, dass es ein gewisser Sachzwang ist, der unangenehm ist, der eigentlich nicht dem entspricht, wie sonst Bundesrat und Parlament zusammenarbeiten. Das ist auch klar, aber eben es ist wirklich in allen Bereichen eine außerordentliche Situation. Vielen Dank. Frédéric Bernard, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Merci. Je me disais simplement, en vous entendant, qu'il y a le même problème, en réalité, je pense, la même question plus tôt, c'est-à-dire pendant l'urgence, parce que, comme on l'a dit ce matin, l'Assemblée fédérale a aussi une compétence d'agir en situation de crise, d'adopter une ordonnance au sens de l'article 173 de la Constitution. Et si on lit la doctrine dit de manière générale, si l'Assemblée fédérale fait usage de sa compétence d'urgence, alors elle prive le Conseil fédéral de sa propre compétence. Donc, si l'Assemblée fédérale utilise 173, 185 disparaît, en tout cas dans le domaine traité. Et il me semble qu'on a potentiellement le même risque que celui que M. Caroni soulevait. Qu'est-ce qui se passe si la situation change ensuite?
et qu'il faut, il faut agir vraiment rapidement. Est-ce que le Conseil fédéral ne peut plus rien faire parce que l'Assemblée fédérale a agi? Ou est-ce qu'on va admettre que parce que les situations, les circonstances ont changé, une espèce de clausula rebus sixtantibus, alors le Conseil fédéral retrouve finalement sa compétence en vertu de l'article 185? Merci. Merci beaucoup. J'aimerais bien encore parler sur le rôle des juges. Jean-Marc Vergnory, il a aussi parlé de cette suggestion d'introduire un contrôle abstrait des ordonnances du Conseil fédéral par le tribunal fédéral. Mais encore une fois, quels sont les avantages et les inconvénients de cette idée? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée? Est-ce qu'il faut l'introduire ou pas? C'est à moi que la question est posée? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, comme j'ai dit, ça peut être une bonne idée pour contrôler quand même l'idée de départ et certaines modalités qui sont prévues. Est-ce que, parce qu'il y a d'une part le fait qu'on est en situation de crise et puis certaines actions de base. Après, il peut y avoir un certain détail. Est-ce que c'est bien de faire ci ou de faire ça? Et ça peut être examiné par le biais d'un contrôle abstrait, notamment si l'exécutif a lui-même des doutes. Hein, ça peut arriver, justement, de savoir si telle et telle chose peuvent se faire et reste de constitutionnel vu la gravité, c'est en fonction de la gravité évidemment de la situation extraordinaire que ça va se juger. Après, comme je l'ai dit, le contrôle abstrait justement il a lieu au début, donc il va y avoir plus de confiance mise dans les actions de l'exécutif sur ce qui est des dérogations initiales. Et puis il y aura donc pas forcément une grosse censure de la part des juges. Mais je pense quand même que ce serait quelque chose de bienvenu, même si quand on est pressé et on veut mettre les choses tout de suite en place, et puis ça demande, on est un peu suspendu comme ça à ce que dirait le tribunal fédéral. Mais je pense que ça peut quand même se, en fonction de l'urgence, on résout les affaires quand même plus rapidement. Donc, ça pourrait quand même se faire dans des délais assez rapides. Il ne faut pas en attendre trop, en résumé, mais je pense que ça pourrait quand même être un plus pour l'état de droit. Merci beaucoup. Und ich möchte die Frage eigentlich auch noch dem Staatsrechtsprofessor Markus Schäfer stellen, wie er das sieht. Das ist ein Vorschlag, der wurde auch schon vor mehreren Jahren ins Spiel gebracht, im Rahmen der Revision des Bundesgerichtsgesetzes, die dann aber letztlich ja gescheitert ist, wurde der Vorschlag dann aber nicht aufgenommen. Hier gibt es sicherlich auch Punkte, die eben gegen eine solche Kontrolle sprechen, sicherlich auch Gründe der Gewaltenteilung. Markus Schäfer, was hältst du von dieser Idee? Ist es eine gute Idee? Müsste man das ausgestalten? Vielleicht noch eine administrative Punkt dazwischen. Wir sind jetzt bereits ein bisschen über der Zeit. Ich würde sagen, wir hören uns noch die Antwort von Markus Schäfer an und dann werde ich noch einmal sehr gerne auf Andrea Caroni zurückkommen und dann werden wir versuchen, so in den nächsten 5 Minuten die Veranstaltung abzuschließen. Aber ich würde gerne das Wort an Markus Schäfer geben. Ja, vielen Dank, Andreas. Zunächst einmal, man muss aufpassen, dass man unsere Gerichte nicht überlastet. Wir haben tendenziell eine schwache Gerichtsbarkeit, insbesondere auch auf Bundesebene. Einer schwachen Gerichtsbarkeit kann man nicht in Notsituationen, wo die Fragen der politischen Macht sowieso zugespitzt werden, zusätzliche Kompetenzen zusprechen, die sie in regulären Situationen nicht hat. Sonst läuft man Gefahr, dass das Gericht nicht über die interne Kultur verfügt und nicht über das externe Ansehen verfügt, um Entscheide von einer Tragweite zu treffen, die es unter üblichen Umständen nicht treffen kann.
ich wäre da, ich bin sehr bereit und war das schon immer, unsere Gerichtsbarkeit auf Bundesebene zu stärken, sowohl gegenüber Bundesrat und insbesondere auch gegenüber Bundesversammlung, aber das lediglich im Bereich von außerordentlichen Situationen zu tun, würde ich nicht als richtig erachten. Ich möchte noch, wenn ich noch die Zeit brauchen kann, auf die erste Frage noch kurz zurückkommen. Ablehnung oder Nicht-Eintreten auf das Covid-19-Gesetz. Frau Kuster hat uns gesagt, oder wenn ich Sie richtig verstanden habe, man hätte hier lediglich praeter legem Verordnungen erlassen. Dort, wo das die Bundesversammlung eine Situation gar nicht habe voraussehen können. Was bedeutet das für uns bei einer Ablehnung? Nehmen wir an, man tritt ein und lehnt es ab, einer Ablehnung des Covid-19-Gesetzes. Heißt das, dass die Bundesversammlung konnte nämlich dann voraussehen, was die Situation sein würde, dass der Bundesrat überhaupt nichts mehr tun darf? Also ich kenne das Ergebnis auch nicht, aber es wäre jedenfalls eine Überlegung, die zu machen noch wert wäre. Herzlichen Dank. Vielen Dank für diese Stellungnahmen. Ich möchte noch einmal zu Andrea Caroni stoßen, der ja, und ich schätze das sehr, dass er zu uns da gekommen ist und hier eben auch noch etwas dazu sagen kann. Man hat ja während der Krise wurde davon gesprochen, das Parlament hat sich da zurückgezogen, hat sich selber aus dem Spiel genommen. Es war dann sogar die Rede davon, dass eine Art antiparlamentarische Stimmung aufkommt. Haben Sie das auch gefühlt? Und würden Sie sagen, dass das Parlament versagt hat in dieser Krise? Wie würden Sie das selbstkritisch beurteilen? Im ersten Moment, als ich an jenem verhängnisvollen Sonntagabend am 15. März dieses Jahres erfahren habe, dass ich ein paar Stunden später doch nicht nach Bern soll für die dritte Woche, da fühlte ich mich schon etwas vor den Kopf gestoßen jetzt als Parlamentarier mit einer Aufgabe in den Zwangsferien. Zumal es ja andere Modelle noch gab, wo man sagte, man macht nur die wichtigsten Geschäfte, mal 2-3 Tage und bricht dann früher ab. Der Freitag war schon gestrichen. Ich habe dann später auch mit Gesprächen mit den Involvierten noch besser verstanden, wie es dazu kam. Zum Beispiel rein politisch, dass eine sehr große Fraktion einfach kollektiv gesagt hat, wir kommen nicht. Ja, von der Verfassung her müssen nicht alle Fraktionen da sein, aber politisch ist es dann schon sehr schwierig, wenn die alle ihre Entscheide dann untergräbt in der Legitimität. Und es war dann offenbar ein sehr breiter Konsens, nicht flächendeckend, aber breit, dass man das so machen soll. Ich habe im Nachhinein ein Mehrverständnis dafür empfunden. Und was man auch sagen muss, natürlich die ersten paar Tage kam ich mir etwas im Vakuum vor, parlamentarisch. Aber es ging dann extrem schnell vorwärts. Die Ratspräsidien haben ein dickes Kränzchen verdient, wie schnell sie sich darauf eingestellt haben, wie es weitergeht. Am Anfang war vielleicht noch etwas die Handbremse da. Man hat eben den Kommissionen das Arbeiten verboten, das war unschön. Auch die Technik noch nicht gehabt. Aber dann Anfang April kam es sehr bald. Und was auch noch speziell war, auch ein wenig historisch, parlamentarisch gesehen, ist, dass zum ersten Mal der Ständerat eine außerordentliche Session beantragt hat. Das half auch, dass wir wieder in Gang kamen, weil wir haben dann verlangt, dass alle Kommissionen wieder zu allen Themen tagen dürfen. Es kam dann die Sondersession. Also ich muss schon sehr vielen Beteiligten ein Kränzchen winden, wie schnell wir wieder in die Gänge kamen. Das ändert aber nichts an all den strukturellen Problemen, die ich vorher beschrieben habe. Die bleiben auch jetzt noch da. Ich sage einfach dort, zwischen Mitte März und sagen wir bis Ende April, dort hat man nach einer kurzen Taucher doch schnell wieder Tritt gefasst, auf das Niveau, das halt möglich ist mit der harten Software, die wir haben. Vielleicht noch ein letzter Satz zu diesem Antiparlamentarismus. Ja, das hat mich sehr gestört. Weil ich war einer von einer Gruppe Ständeräte, die Unterschriften gesammelt hat für diese außerordentliche Session. Der Bundesrat wollte die ja auch, aber er wollte sie nur für die Finanzbeschlüsse. Und die Reaktion darauf aus der Bevölkerung, die waren fast alle negativ. Stefan, jetzt wollen Sie sich da einmischen? Oder der Bundesrat wurde ja auch durch gute mediale und kampagnenmäßige Präsentation, an dessen Lippen hing man, sogar ich als sehr liberaler Parlamentarier, ertappte mich dabei, wie ich mich fast schon freute, wieder von der Landesregierung Instruktionen zu erhalten, wie ich mich zu verhalten habe. Also irgendwann fast so ein wenig ein Stockholm-Syndrom tauchte da sogar bei mir auf.
Und bei den Leuten war das offenbar auch da. Die sagten, was wollen Sie? Sie wollen sich nur inszenieren. Sie wollen nur Kakophonie verbreiten, Parlamentarismus. Da schwatzen alle durcheinander und bringt doch nichts. Bleiben Sie zu Hause. Und das erinnerte mich im Ton schon an düstere Zeiten, die der Parlamentarismus auch schon durchgemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt wieder etwas verschwunden. Und noch eine Nuance, das Parlament hat ja bis jetzt tendenziell noch viel mehr ausgebaut. Der Bundesrat war ja, wenn man es vergleicht, inhaltlich eher noch restriktiver, gerade mit Entschädigungen an alle möglichen Klientel, als das Parlament. Von dem her habe ich dann innerlich wieder ein Gewissensbiss, also will ich das befördern, weil die Beschlüsse kommen wahrscheinlich nicht besser raus, sage ich jetzt nur aus meiner politischen Wertung heraus. Aber es ist klar, von der Institution her muss das funktionieren. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch wieder gelegt in der Bevölkerung. Die wissen jetzt, wir sind auch wieder am Werk und wir haben auch einen Job, auch in der Krise. Vielen herzlichen Dank. Wir sind natürlich froh darüber und zu wissen, dass das Parlament da wieder in die Gänge gekommen ist. Es ist klar, das Parlament ist ja relativ schnell wieder in die Gänge gekommen mit dieser außerordentlichen Session und so weiter. Gut, wir haben bereits 10 nach 12. Wir sind bereits 10 Minuten über der Zeit. Ich möchte nicht mehr weiterfahren, obwohl wir da noch lange diskutieren könnten. Wir haben heute viele Fragen angesprochen, viele kritische Punkte auch gesehen, insgesamt aber auch gesehen, dass das System einigermaßen bereits jetzt gut aufgestellt ist. Klar, es gibt an verschiedenen Orten, muss man sich Gedanken machen, ob man es nachjustieren will. Man kann wohl auch weiter sagen, dass der Bundesrat hier diesen Missbrauch, den man immer befürchtet, in solchen Situationen wohl nicht begangen hat. Ich würde jedenfalls diese Aussage hier treffen. Und letztlich, es zeugt schon von einer enorm positiven politischen Kultur, die in der Schweiz herrscht. Die Diskussionen werden weitergehen. Ich bin gespannt. Wir werden versuchen, die Beiträge, die wir heute hier mündlich präsentiert haben, auch noch in Schriftform zu bringen. Wir sind hier daran, hier noch diese Beiträge auch zu publizieren. Wir werden natürlich zu gegebener Zeit darauf hinweisen. Ich möchte an dieser Stelle sehr herzlich danken allen Referentinnen und Referenten, die mitgewirkt haben mit ihren sehr schönen Referaten. Ich möchte auch sehr herzlich danken Herrn Franz Kummer, dass er dieses Webinar möglich gemacht hat. Und ich möchte natürlich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern recht herzlich danken. Am Schluss noch ein Hinweis. Diese Veranstaltung wurde organisiert von der Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht. Wenn Sie noch nicht Mitglied sind, dann besteht hier die Möglichkeit, dies noch in naher Zukunft nachzuholen. Und wir werden von der Vereinigung an diesem Thema dranbleiben. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute und noch einen schönen Tag. Ich erlaube mir noch ganz kurz, meinen Bildschirm schnell freizugeben, um ebenfalls auf Wiedersehen zu sagen. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und diejenigen, die Interesse haben, das nachzusehen, einerseits auf der Plattform YouTube ist es abrufbar, aber auch hier unter diesem ersten Link weblog.ch/corona wird dieses Webinar den Interessierten ebenfalls zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort ist es frei verfügbar und entsprechend einsehbar. Was wir weiter aufgeschaltet haben, was vielleicht heute auch ein bisschen ins Thema passt, diese spezifische Coronavirus-Themenseite und dort mit einem neuen Bereich, der automatisiert aktualisiert wird, wenn es Rechtsprechung zum Thema gibt. Das heißt, dort wird automatisch bei den Gerichten der Eidgenossenschaft, aber auch der einzelnen kantonalen Instanzen wird überprüft, gibt es neue Entscheide und die werden dort automatisch interessierten Personen direkt und unentgeltlich angezeigt. Das ist mal das Erste. Das Zweite hier noch ganz kurz. Ich hoffe, ich habe mich zeitlich dort nicht verhauen, beziehungsweise zumindest in Diskussion ist, dass wir im Winter 2020/21 diese Spezialausgabe in Newsletter veröffentlichen können mit der schriftlichen Fassung der einzelnen Referate. Und was ich mir mittlerweile etwas abgewöhnt habe, der Spruch zum Schluss, stay and work safe at home,
da sind jetzt viele Klammern drin und die Empfehlung mittlerweile ist Back to Business und Work Safe. In dem Sinne, als allerletzte Folie, erlaube ich mir noch darauf hinzuweisen, wer es ermöglicht, dass diese Webinarreihe überhaupt funktioniert und finanziert wird. Dieses spezielle Webinar wird getragen von der Schweizerischen Vereinigung Verwaltungsorganisationsrecht, also dort. Meinen herzlichen Dank insbesondere an Professor Stöckli, an die Referentin und die Referenten und Diskussionsteilnehmer. Es war sehr spannend und wie gesagt, die Zukunft ist wie immer ungewiss und wird sicher noch die eine oder die andere Richtungswechsel, den einen oder anderen Richtungswechsel mit sich bringen. Hier die Firmen, die mithelfen. In dem Sinne nochmals herzlichen Dank allen und Ihnen einen schönen und gesunden Tag. Ade miteinander und merci miteinander.